Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder mal Zeit für Pen and Paper. Heute wieder mit einer Person weniger, macht aber nichts, wir machen trotz alledem Action. Und bevor wir jetzt hier großartig rumpalavern, würde ich sagen, gehen wir direkt ins Spiel. Ja, Recap Time, wer möchte? Sagen, was heißt hier sinnlos rumpalavern? Wir müssen ja erstmal den Leuten 2 Sekunden Zeit geben, dass sie nachrücken können, um das alles in voller Pracht zu erleben hier. Warum drehen sich die Bilder? Mir wird schwindelig. Das ist schön. Ich würde einfach mal sagen, wir machen das mal ganz einfach, damit sich keiner drückt. Jeder würfelt mal ein W20 und das niedrigste Ergebnis muss recappen. Danke, Schafi. Verdammt. Soll's doch nicht. 12. Nein, 7, eine 12. Jetzt fehlt noch Doktore. Keine Ahnung, wie ich Du gehst da auf die linke Seite, da hast du einen kleinen Würfel, da drückst du drauf und drückst auf den W20. Alternativ gibst du Backslash Roll 1D20 an. Das ist normales Slash. Oh, ist normales Slash, Entschuldigung, ja. Ich hab doch keine Würfel. Du gehst das vorletzte Icon links in der Toolbar und dann ganz unten erweiterte Würfelfunktion. Zum Bleistift. Ich kann doch einfach auf den W20 da klicken, der da ist. Was für ein W20? Das da. Jetzt ist er weg. Der D20. Da. Wolltest du nicht eigentlich noch Musik anmachen? Ich? Ja. Ich dachte, du machst Die haben sich abgesprochen. Ja, müssen wir nochmal, ne? Nee, die niedrigste Zahl, also Kuro. Ach so. Ich bin doch die niedrigste Zahl. Ja, von daher muss Kuro uns jetzt auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Okay, der aktuelle Stand der Dinge. Du da hinten, lach bitte nicht auf den billigen Plätzen. Also, wir waren letztes Mal noch einmal bei dem Öko-Café mit den Druiden, wo wir ja belastendes Material beschaffen sollten. Über Umwege hat sich der Panda von hinten hineingeschlichen und konnte in der Kabine durch seine magischen Super-Mega-Schloss-Öffnungskräfte die Spinde aufmachen. Oh, laut. Und hat die Spinde laut aufgemacht? Hat die Spinde laut aufgemacht. Nee, das Discord war gerade extrem laut bei mir. Und konnte sich eine Uniform dieser Druiden ergattern. Kaum gecrappt, schnell verschwunden, sind wir dann abgehauen nach Hause und haben belastendes Material gemacht. Wobei ich nur sagen kann, wir sind auf meinen Dachboden gegangen. Ich habe mich mit meinem Betäubungsmittel weggedröhnt. Und als ich munter geworden bin, tat mir der Arsch etwas weh. Du kannst das und dabei soll wohl ein Video ausführen. Entstanden sein. Ich weiß ja nicht, was noch alles passiert ist mit mir. Außer, dass Haarbüschelchen fehlen. Ja, du wurdest an diversen Stellen rasiert, dir wurden Dinge angeklebt, angetackert, dir wurde was rektal eingeführt, also auf gut Deutsch ein Snuff. Gesundheit. Danke. Ja, auf alle Fälle war das Filmchen scheinbar so gut, dass Thomas the Train. Du kannst ihn auch Thomas die Lokomotive nennen, wenn du möchtest. Ja, aber da habe ich direkt das Gesicht von dem Vieh vor mir. Thomas the Train war leicht verstört, meinte aber, das reicht durchaus sehr gut aus, um was in der Hand zu haben, und hat uns direkt den nächsten Auftrag gegeben. Jetzt sollen wir eine Regenerationswanne, nenne ich es jetzt mal, von einem Forschungslabor auf einem Unigelände besorgen, was irgendwo in einem Lagerhäuslein ist. Und das Problem dabei, eventuell, wir wissen es noch nicht, vielleicht haben sie es vergessen. Unsere Delfinkumpels sind da an Ort und Stelle. Und jetzt geht's halt drum, was machen wir? Dinge. Ja, eben, das ist Thomas die Lokomotive, der TTT-Zug. Richtig. Ja, was machen wir jetzt nun? Das ist die große Preisfrage. Also, es wäre gut, also, wir hatten ja auch einen Lagerplan bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob du den gemalt hast, Tim. Wahrscheinlich. Ja, den habe ich gemalt. Schnell, Papers. Ich muss erst mal Sachen rausräumen. Moment, wartet. Ich sollte auch erstmal. Nee, das ist kein Problem. Das Problem ist, ich habe ihn halt auf
zwei Bereiche verteilt. Okay. Das ist der Unterbereich des Lagers, mhm. also quasi der Eingangsbereich, den man so sehen kann. Mhm. Wie gesagt, ist in der zweiten Etage, ist Lagersystem, was total autark funktioniert. Also da kommt wirklich nur Personal, wenn irgendwas kaputt ist oder irgendwas händisch abgeholt werden muss. Die PlayStation ist aus. Genau, ist sonst soweit alles elektronisch. Dann haben wir die mhm. zweite Etage, in der Büroräume und weitere Lagerräume sind und die Sicherheitssysteme bzw. die Sicherheitsdrohnen lagern. Sollte dort eingebrochen werden, wird halt eingebrochen werden und es merkt jemand, beziehungsweise das System löst Alarm aus. Dankeschön. Gerne. Alarm! Genau. Wird zum einen die hiesige Schutzpatrouille alarmiert und diese Drohnen, die hier unten im Lager separat stehen, werden anfangen, autark zu agieren. Zwischen allen Lagerräumen besteht so eine Art Transporttunnelsystem, was Waren von links nach rechts bringen kann, quasi. Genau. Was waren die roten Punkte oder war das einfach nur... Die roten Punkte waren im Endeffekt die Orte der Kameras. Ich habe die Karte vorher anders gemalt und dann die ersetzt. Okay. Wissen wir, in welchem Raum sich diese Tanks befinden oder... Nope, aber ihr geht mal davon aus, dass es auf jeden Fall auf der zweiten Etage ist. Okay. Und du sagtest, es gibt zwischen den einzelnen Räumen gibt's ein Transportsystem. Genau. Die LKWs kommen halt da unten hin. Die großen, schweren Gegenstände werden großteils in den Regalen in der unteren Etage gelagert. Aber es gibt auch extra ein Lastensystem, was das in die oberen Etagen bringt. Und von da aus dann die kleinen Pakete per Drohne, die großen Pakete per Fließband verteilt werden. Also klingt auf jeden Fall schon mal, es klingt auf jeden Fall schon mal so, als ob wir zumindest, was das Transportieren der Tanks angeht, können wir auf jeden Fall das Lagersystem, denke ich mal, benutzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise gesichert ist. Wäre aber zumindest schon mal eine Möglichkeit, um die Tanks schnell von oben nach unten zu bringen, ohne dass man sich halt ein Kreuz kaputt schleppt. Wir können ja einen Strichcode mit dem Edding draufmalen, der dann sagt, hey, runter. Ich schätze mal, man muss das einfach nur aufs Fließband legen, sagen, muss hingehen sollen, fertig. Ja. Nope. Und gestern ging es ja noch. Ja, was könnte man machen? Wissen wir, wie viele Wachen ungefähr vor Ort sind? Null. Habe ich gerade gesagt, funktioniert komplett automatisch, wenn Alarm ausgelöst wird, wird eine Wachpatrouille alarmiert, durch die Gegend eiert und die Wachdrohnen werden aktiviert, um den Feind rauszukriegen. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie... Da fehlt uns wieder mal unser Hacker. Toll. Vielleicht sollte man noch jemand anderes Damit habe ich nun mal nicht gerechnet. Ja, kannst ja auch nichts dafür. Vielleicht sollte man noch irgendjemand hacken lernen. Naja, oder es gibt ja bestimmt auch Lagermitarbeiter, weil es gibt ja Büros, dann klauen wir uns eine Karte, kommen auf jeden Fall so rein. Ich wiederhole zum dritten Mal, dieses Lager ist komplett autark. Ohne aber es muss ja jemand geben, der das wartet. Warum hat es dann Büros? Weil das halt ein Lagerraum ist, weil eventuell mal jemand reingehen kann, falls irgendwas sein sollte. Die habe ich halt mit für die Realität mit reingeschrieben, weil auch Lagerräume sowas wie Verwaltungsbüros haben können. Vielleicht möchte ich diesen Lagerplan auch einfach später nochmal benutzen und nicht nochmal ein Lager malen. Was? Das wird recycelt? Statt Klopapier. Bei anderen Pen-and-Paper-Gruppen werde ich angekackt, wenn ich es vergesse, Toiletten mit reinzumalen. Und du kommst jetzt mit, aber warum ist denn da ein Büro, wenn da keiner arbeitet? Ja, aber wenn es tendenziell Leute gibt, die das kontrollieren müssen, schräger können, von mir aus auch Hausarbeiter oder durchaus, sowas. Durchaus möglich, dass da einmal im Monat jemand da ist. Wenn ihr wollt, legt euch halt einen Monat lang vor das Lagerhaus. Nein, es ist euch überlassen.
Also was mir jetzt spontan einfallen würde, wie man reinkäme, ich weiß halt nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise nochmal extra gesichert ist, das Gebäude, so, indem man einfach sagt, man schaltet eventuell für das Gebäude den Strom aus. Weiß nicht, ob das geht. Wäre zwar dann doof, weil dann könnte man das Transportsystem nicht benutzen, aber alle Kameras funktionieren nur mal mit Strom und wenn kein Strom da ist, dann funktioniert auch keine Kamera. Exakt, und was funktioniert auch nicht mit Strom? Die Tür. Die kann man überreden. Achso, ne, ich wollte es nur gesagt haben. Rums und das ganze Gebäude bebt. Ja, richtig, also zum einen ist es ja keine Lagerhalle in dem Sinne vom Lagerhalle, es ist ja wieder in so eine große, in so ein großes Megagebäude eingebaut. Mit Straße und allem. Also es gibt tendenziell die Möglichkeit, den Strom für die komplette Etage abzustellen. Dafür müsste man dann halt quasi in das Hauptverteilergebäude bzw. in den Hauptverteilerbereich einbrechen und da den Strom komplett abschalten. Man kann rausfinden, wo die Kabel liegen und dann versuchen, da eine Wand wegzuprügeln, um da das Hauptstromkabel zu erwischen. Möchte ich aber auch gleich dazu erwähnen, aus Nettigkeit, also wenn da der Strom ausfällt, fällt das im System auch auf. Dann wären wenigstens mal Menschen da. Vielleicht helfen die beim Tragen, ja. Ja. Hm. Also das möchte ich nur, ne, der Nettigkeit halber vorher angemerkt haben. Wenn das System merkt, da stimmt was nicht und wenn Stromausfall ist, entweder ob es nur das Lager ist oder die komplette Etage, versucht das System, diesen Fehler zu korrigieren. Hm. Oh ja, jetzt höre ich die Katze auch. So viel dazu. Also Strom ausmachen schon mal keine gute Idee. Vielleicht ist ja irgendjemand in der Nähe, den man als überzeugen kann, uns zu helfen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, im schlimmsten Fall heuern wir einen Hacker an und bezahlen den. Fertig. Eben. Das war auch meine Idee. Wenn gerade nicht kann, dann ist das halt so. Dann haben wir zwar jetzt ein bisschen mehr Ausgaben, aber dafür kann er uns ja dann zurück das zahlen oder so. Mal out of the character. Entschuldigung. Alles gut. Mach weiter. Nee, fertig. Okay. Mal out of the character gefragt, wäre es denn möglich, Hacken noch zu lernen, zu skillen irgendwie? Ja, wenn du das möchtest, kann man sich darüber gerne unterhalten. Also jetzt nicht unbedingt in einem Crashkurs. Ja. Aber wenn du jetzt nach einem Abenteuer sagst, du möchtest dafür Zeit investieren, können wir da gerne drüber reden. Okay, dann reden wir nachher. Lernst du das dann? Na, ich kann ja immerhin bei Kollege Bruno in die Lehre gehen. Also, der kann mir das ja zeigen, wie es unter Umständen funktioniert. Ja. Wäre ja legitim, weil ich meine, wir wohnen zusammen in einer... Ja, ja, alles gut. Ich sag mal so, bis zu einem gewissen Grad, also wirklich bis zu einem gewissen Grad, ich rede hier jetzt von einem Cola-Automaten, mit Hängen und Würgen, vielleicht auch von einem Türschloss, von einem Auto, kann man sich beim Hacken sagen, okay, ich habe mir ein Video dazu angeguckt oder ich habe mir was aus dem Internet geladen. Da gehe ich mit viel Nettigkeit noch entgegen und sage, okay, das kriegt man auch ohne epische Skills hin. Oder was jetzt kriegt man Boni aufs Würfeln, weil ich habe mir bei Tube was angeguckt und das probiere ich jetzt aus. Eine Lagertür, ein Sicherheitssystem und gar Kameras zu hacken, das wird dann schon eher ein bisschen kniffliger. Wäre das da von Vorteil, wenn man sowieso schon Cyberware-Technologie kann? Nö, das hat damit ja nichts zu tun. Das ist also definitiv einfach was anderes, ja? Ja. Okay. Ja gut, aber ich meine, es macht ja Sinn, dadurch, dass der Kollege ja häufiger mal ausfällt, wäre es ja sinnvoll, dass das irgendjemand anders mal noch mit lernt. Also wenn ihr nicht wollt, dann opfere ich mich freiwillig. Ja, wir können da ja offstream mal drüber reden. Genau, machen wir auf jeden Fall. Und dann würde ich jetzt auch einfach sagen, wir heuern jemanden an, der das für uns macht. Nicht so eine richtige Lusche, sondern auch geben wir gerne auch ein bisschen mehr Geld aus. Mhm. Damit vielleicht hat der Thomas noch irgendwo was im Keller stehen. Einen Hacker. Ich habe einen Hacker im Keller stehen. In seinem Bedienstetenschrank oder so. Ja, ich meine, im schlimmsten Fall. Ich kann ja mal bei. Wissen, wen man fragen kann. Ich kann ja mal bei Thomas durchfragen. Ich rufe ihn einfach mal an. Es ist nicht ein bisschen spät, um mich anzurufen. Nein, es ist nie zu spät, dich anzurufen. Es gibt auch Leute, die schlafen. Ihr wart doch erst vor drei...
Ihr wart doch erst vor 2 Stunden in der Bar. Was ist denn los? Ja, wir haben ein glitzekleines Problemchen. Kennst du zufälligerweise jemanden, der sich so ein bisschen mit Hacken auskennt? Ich dachte, ihr habt einen Hacker in eurer Runde. Ja, da musst du wieder zu Mutti. Mutti hat wieder Durchfall, da musste er hin. Ihr solltet euch mal überlegen, Mutti aus dem Weg zu schaffen. Und ich find's immer noch weird, dass ihr Mutti als Synonym für bitte nochmal was benutzt? Für seine Mutter. Ruf mich bitte nie wieder so spät an. Wirst du jetzt gerade sehr müde? Gut, also ihr braucht einen Hacker. Was darf er denn kosten? Was würden wir denn zusammenlegen? Ich frage in die Runde. Mittelklassewagen. Was heißt das? Haben wir so viel? Also ich habe nicht so viel. Ich bin jetzt bei 1900. Machen wir 600 insgesamt. Wenn wir dafür einen kriegen? Ja, muss ich ihn fragen. Fragen mal. Thomas, wie sieht's denn aus? 600 für den Auftrag. Ah, damit kann er arbeiten. Was soll er denn machen? Ja, in das System einbrechen, eventuell Türen öffnen, Kameras deaktivieren. Drohnen deaktivieren. Oh, dann, also Türen aufmachen, Kameras ausmachen, kriegen wir hin. Das mit den Drohnen wird, glaube ich, also da müsst ihr, glaube ich, noch ein bisschen was drauflegen, weil das ist, die laufen außerhalb vom System. Ich glaube nicht, das könnte heikel werden. Also die Drohnen müsst ihr doch drauflegen. Türen und Kameras kriegen wir hin. Wie war das, die Drohnen, die sind in dem Lagerraum, die werden nur aktiv, wenn das System quasi meldet, Alarm. Genau. Okay, ja gut, dann, wenn er das hinkriegt, die Sachen auszuhacken. Ja, also ich sag mal ja, ne? So hacken ist jetzt nicht so mein Fachgebiet, von daher. Laufen oder auch schlecht. Ja, das, was die Stimme aus dem Hintergrund schnurrt. Von daher, also ich lege dafür jetzt nicht meine Hand ins Feuer, ich kann euch einen guten Hacker vermitteln, keine Frage, der wird zwar nicht vor Ort sein, aber muss er nicht, genau. Ja, dann gib mir mal die Kontaktdaten. Er wird dich kontaktieren. Oder so. Okay. Jo. Danke. Ciao. Klick. Ja, dann warten wir auf den Anruf von Kollege Schnürschuh. Ja, ich würde trotzdem gerne mir das Objekt einmal vor Ort anschauen. Das ist eine gute Idee und ich würde dir auch gleich mal die 200 Credits von meinem Anteil über Baymall überweist. Was, über Gayball? Nee, über Baymall. 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 Baymall, ja. Das ist die sechste Variante davon. Nee, Baymall. Ja, kann ich also nicht überweisen, ich kann sowas nicht aussprechen. Gut, ja. Natürlich gebe ich dir auch die 200. Während... Ah, okay, danke. Während ihr auf jeden Fall dahin düst, das ist kein Problem. 2. Etage, er kommt auch ohne Probleme an. Autsch. Seid auf jeden Fall, kommt in diesem großen Komplex an. Sekunde. Kommt an diesem Komplex an, also ihr seht schon, das ist einfach ein großes Lagergebäude, großteils für die ganze 3. Etage der Uni. Also da ist überall kategorisiert für irgendwelche Lehrstühle, irgendwelches Uni-Gepröke und so. Ihr seht an sich auch, naja, doch recht wenig Menschen. Es ist halt einfach nur ein riesiges Gebäude voller Hunderter, Tausender Lagerhallen mit kryptischen Beschriftungen. Sämtliche Zahlen aus dem Alphabet sind dabei und Buchstaben bis zur Unendlichkeit und noch viel, viel weiter. Und ja, ihr dürft alle mal einen Wahrnehmungswurf machen. Wahrnehmung.
Wahrnehmung. Das musste man skillen, ne? Genau. Im Optimalfall. So, ich habe 60. Nun. Ich sehe nichts. Ich sehe was. Das sind, glaube ich, die falschen Würfel. Ja. Du musst einen D100. Bei das wäre nett. Der Guru sieht was, der Frank aus dem Tank sieht nichts. Nö, blind ich hab wie. Nicht geskillt. Was hast du dann auf Wissen, Allgemeinwert? Wissen, Allgemeinwert, was? Der steht der ganz oben mit dem... Die einsame Zahl bei dem Kästchen Wissen. Ich habe ja nicht mehr einen Charakterbogen. Ach so. Das ist gut. Woran liegt es, dass du noch keinen Charakterbogen hattest? Du hattest dezent Zeit dafür. Moment, denkst du dir deine Zahlen die ganze Zeit aus? Nein, ich habe tatsächlich einfach ein Word-Dokument, wo ich alles aufgeschrieben habe, was ich Crimson geschickt habe. Nun. Also Punkt 1, das müssen wir dann später klären. Punkt 2, Danny, das ist definitiv deine Schuld mit... Meine? Ja, definitiv, Punkt, aus, gut. Hast du noch mehr Fähigkeiten oder was hast du für Fähigkeiten im Bereich Wissen? Wissen dürfte wahrscheinlich Medizin sein. Wie weit hast du Medizin? 70. 70, okay. Ja, es sind 7, weiter. Cyberware-Technologie. Wie hoch ist das? 60. Ja, okay, weiter. 2 sind wir bei 27. Na, kommt fern, kommt was anderes. Ausschleichen, auch klettern, schleichen, Körperkraft, Ausstrahlung. Ausstrahlung auch nicht. Gut, dann sind wir bei 7. Dann bist du bei ca. 27. Ich glaube, plus 5 hatten wir gemacht. Nee, hat plus 15 waren es. Ach, plus 15. Dann sind wir sogar drüber. Ich war jetzt bei plus 10 eingestellt. Dann müsstest du Allgemeinwert handeln, jetzt wenn ich das grob zurecht habe, ungefähr 32, 33 haben. Das heißt, du siehst auch was. Okay. Genau. Das, was ihr beiden auch auf jeden Fall seht, ist, dass Danny sich definitiv um deinen Charakter kümmern wird nach dieser Runde. Punkt. Das werde ich auch sehen, ja. Ja, das siehst du auch. Und was ihr seht, und dadurch, dass ihr beide das seht, könnt ihr auch noch schnell genug ausweichen. Du brauchst gar nicht so ein Gesicht ziehen, mein Freund. Ja, den ich Finger habe ich jetzt Finger auch übersehen. Ja, ich ziehe dir gleich 10 Lebenspunkte ab. Das macht nichts. Und ihr schafft es noch schnell genug, euch hinter einer Ecke zu verstecken. Und das, was ihr seht, dass um das Lagerhaus, was ihr aufsuchen wolltet, die Dudes vom heilig leuchtenden Bratwurstdelfin stehen. Also Kuro zieht dich im Endeffekt und Frank so ein bisschen zurück, weil du kennst die ja im Endeffekt nicht. Ja. Aber Kuro hat sie recht schnell erkannt, ja, die stehen davor, haben sich quasi, sind so 4, 5 Leute, haben sich eine Mülltonne angezündet, stehen was man da halt und so macht. Machen die Bratwurst? Nein. Delfin machen die. Nein. Es gibt Thunfisch. Sie haben ihre Kutten so ein bisschen geändert, sie tragen jetzt mehr oder weniger in Anführungszeichen normale Klamotten, alle so ein bisschen in einem maritimen Blau gehalten. Und man sieht halt an einigen Stellen vom Körper ist halt das Label des heilig leuchtenden Bratwurstdelfins aufgedruckt. Also wir haben da, Kuro und ich haben da ja schlechte Karten, da jetzt irgendwie an den Dudes vorbeizukommen. Die einzige, die da jetzt eine Chance hätte, irgendwie näher hinzukommen, wäre Dr. Brown. Ist jetzt nur die Frage, was bringt es uns? Weiß ich. Ja. Während ihr kurz überlegt übrigens, kriegst du, Frank, kurze SMS mit Grüße hier, der IT-Spezialist. Worum geht's? Ich schreibe zurück, ja, wir sondieren gerade das Gebäude, um das es geht. Ich schicke ihm die Adresse.
Es kommt im Endeffekt nur ein kurzes Ach da, wo ihr gerade steht. Ja. Gehören die zwei weiteren Nummern zu dir? Ja. Und die anderen Dudes in Blau nicht. Ja, okay. Die haben eh nur grabbelige Geräte. Okay. So, warte mal, er schreibt mit dir. Dann kann ich theoretisch doch auch mit dir schreiben. Was? Oh, jetzt muss Danny das um uns weitergeben, wenn er was verfährt. Ja, ich finde das cool. Ja. Darf sich nur nicht verschreiben. Das mache ich immer. Sehr gut. Jetzt kommt das Fischtelefon. Das Fischtelefon? Das Smartphone. Oder möchtest du lieber Streicheltelefon sagen? Hä? Was? Tschu-tschu! Ich merk's. Ich weiß ja nicht, wo er mit dir schreibt. Das weiß ich auch gerade noch nicht. Wahrscheinlich Discord. Ah, okay. Ja, das höre ich ja nicht. Entschuldigung. Ich weiß gerade nicht, wie man im Roll20 private Nachrichten schreibt. Das weiß ich auch nicht. Das stand ganz am Anfang, als ich mich eingeloggt habe. Ja. Aber das wäre auch tendenziell schlecht, weil dann sehen wir es ja im Stream. Das auch so nicht. Dann Discord. Nee, also ihr seht es ja nicht im Discord. Achso, das meinst du. Nein, bei dir im Stream. Verstehe. Du was drüberlegen. Wir haben doch Discord. Wir haben doch modernste Cheat-Technik. Wunderbar. Ja, muss ich hier rein theoretisch jetzt auch schriftlich antworten. Das nee, du darfst Sinn. Ihm schon normal antworten. Das macht ja gar keinen Sinn. So, ich lege das jetzt einfach mal hier über meine Preview drüber. Dann sehe ich das wenigstens, wenn du mir tippst. Er lässt fragen, wann es losgehen soll. Gegen 19 Uhr kann er nicht mehr. Muss er zocken. Wie spät haben wir es denn aktuell? Muss er zocken? What the fuck? War das nicht 3 Uhr? Also theoretisch, ihr seid da jetzt ungefähr gegen früh um 1:30, 2 Top ist das Bett klingelt, ja, der seid da hingelaufen oder hingeeiert. Ja, so gegen früh um 3:30, 4 ist es jetzt. Nun. Durchaus die Frage, müssen wir jetzt die Nacht noch nutzen oder können wir auch tagsüber rein? Also Punkt 1, was haben wir denn morgen? Es ist früh um 3, in ungefähr 5-6 Stunden seid ihr knapp 24 Stunden wach gewesen. Das macht schon den Kopf ein bisschen komisch. Also wie normal. Ich erwähne es nur, ne? Ich trinke Kaffee. Ja, das ist richtig. Deswegen sage ich, es macht nur ein bisschen komisch im Kopf. Das hilft. Ja, wir gucken uns jetzt aktuell ja nur mal um. Also. Ja, ich sag's mal. Nein, also heute definitiv nicht. Das sollte man schon besser planen. Ich tippe ihm das heute nicht. Eventuell. Frag mal, wann er denn die nächsten Tage Zeit hat. Ich frage ihn, wann er die nächsten Tage Zeit hat. Ja. Es kommt nur ein Ja. Also außer, ja, er hat wahrscheinlich Zeit, außer 19 Uhr, dann muss er zocken. Call of Duty gut, dann 25. Dann frag ihn, ob, naja, du hast ja jetzt seine Nummer, dementsprechend kannst du ihn ja erreichen, wie viel Vorlaufzeit er braucht. Ja, wie viel Vorlaufzeit brauchst du, schreibe ich ihm. Er sagt nur, sag, wann es losgeht und ich schau, was ich machen lässt. Okay, gut, dann melden wir uns, sobald es fertig ist. Also kannst du ihn noch was fragen? Ja. Und zwar eine Zahl zwischen 1 und 5 hätte ich gern. Ich mache das jetzt einfacher. Ich tue jetzt einfach so, als wenn ich das getippt habe. 12. Das ist keine Zahl zwischen 1 und 5. Ich schreibe ihm, 12 ist keine Zahl. Trockelbecher. Trockelbecher? Trockelbecher. Für was, fragt er? Für einfach so. Für was brauchst du die Zahl? Na, um mich besser in die Delfine hineinzuversetzen. Und da brauchst du eine Zahl zwischen 1 und 5. Ja, das hilft mir. Dann nimm doch einfach 3. Ist so eine japanische Meditationstechnik, die ich gelernt habe. Für was braucht ihr mich? Ich schreibe ihm dann zurück, na, wir brauchen dich halt eben, um Türen zu hacken, Kameras auszumachen, das, was wahrscheinlich dir dein Chef schon gesagt hat. Ich schicke ihm einfach eine Sprachnachricht, das ist einfacher. Hallo Loki. Hallo. Also, er hat nur gesagt, es gibt Arbeit, die leicht ist. Ja gut, wie gesagt, ich schreibe ja, ihm also ich denke, Türen. Für ihn wird es normal sein. Das waren 20 Minuten Vorlaufzeit. Okay.
Okay, super. Gut. Ja, dann wissen wir Bescheid. Dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um und melden uns dann, denke ich. Macht meistens Sinn. Genau. Schreib ihm dann, dass wir uns irgendwann jetzt innerhalb der nächsten 2 bis 3 Tage melden. Okay, sollte nichts dazwischen kommen oder die Netzsicherheit groß sein, sagt er. Dann braucht er mehr die Sicherheit im Netz. Das Netz, Internets. Ja, aber woher sollen wir das denn wissen? Ja, das kommt ja immer drauf an. Also je nachdem braucht er halt mehr oder weniger Vorlaufzeit, um die Bude zu hacken. Also melden wir uns am besten eine Stunde vorher. Okay. Nee, es geht darum, also ihr habt ja alle ein grobes Verständnis des Internets dieser Zeit. Es geht ja halt im Endeffekt darum, dass wenn man illegale Aktivitäten tätigt, das ja irgendwo im Netz auffällt bzw. Wellen schlägt. Und diese Wellen werden halt entweder von der globalen Netzsicherheit oder halt von der Uni-hauseigenen Netzsicherheit bemerkt, im schlimmsten Fall. Und die reagieren da ja halt drauf und prüfen das nach. Weil meistens beim Eindringen merkt das System das ja. Und wenn man sich halt sehr lange in einem System aufhält, sind die Wellen, die man schlägt, halt immer größer. Und somit kann es sein, dass man halt entdeckt wird. Darum geht es ihnen halt so. Von wegen, es ist jetzt nicht so einmal hacken und dann unendlich lange Blödsinn machen. Nee, das System reagiert halt darauf, beziehungsweise verändert sich ja auch. Nur solange keine weißen Eis bei sind. Halt, wollte ich gerade sagen, halt so Matrix-mäßig kann man sich das ganz gut vorstellen, so von wegen, wenn irgendwas passiert. Ja. Okay. Ich habe schon mal einen Hacker bei Shadowrun gespielt. Ich auch. Ja, dann kannst du es dir ganz gut vorstellen. So ja. Ähnlich funktioniert das. Habe ich mir gedacht. Gut. Also dann wollt ihr mir das mal erklären mit diesen komischen Leuten da? Warum hast du mich zurückgezogen? Das hatte Gründe. Wir mussten mal jemand aus einem Lagerhaus rausholen. Welche Person war ein bisschen widerwillig in ihrer Art und Weise, dieses Gebäude zu verlassen. Die Dudes, die du da drüben siehst, sind die Anhänger des heilig leuchtenden Bratwurst-Delfins. Also leicht bekloppt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich dachte schon geröstet. Na, darauf stehen sie eher nicht so. Also sie himmeln dieses Wesen, Gottheit, bla, was auch immer das ist, an. Sind quasi eine Sekte, wenn du so willst. Ja, und wir hatten einen kleinen Zusammenstoß mit diesen Dudes, der ja, mehr oder weniger gut geendet ist, sagen wir das einfach mal so. Ja. Also wir haben die Person befreit. Es gab nicht ganz so viel Blutvergießen, wie man es jetzt annehmen würde. Beziehungsstatus, es ist schwierig. Ihr habt aus ihnen Thunfischfilets gemacht. Ja, nicht ganz. Also, nicht so ganz. Ein bisschen. Gut. Ja. Dann beobachten wir die. Mhm. Gehen die da rein? Sieht das definitiv so aus, wie die Vögel hören? Nö. Die haben da einfach nur ihre Feuertonne hingestellt und stehen da und quatschen. Also die chillen sozusagen einfach nur davor. Man kann jetzt nicht sehen, dass die irgendwie mit dem Gebäude mehr zu tun haben, außer dass sie halt da rumlungern. Exakt. Grande Katzen. Chill, aber based. Gab es zu diesem Gebäude noch einen anderen Eingang oder nur den Haupteingang? Na, es gibt diese 2 LKW-Scharten, die ihr habt. Die seht ihr, 2 große Rolltürchen, wo LKWs sind. Und weiter rechts ist noch ein Kannst Eingang du vielleicht die für normal. Fußleute. Ja, natürlich, die kannst du gerne haben, kein Problem. Ich meine, wäre sinnvoll, wenn wir immer noch davor stehen. Ja. Dankeschön. Ja, beim nächsten Mal muss ich dran denken, sie halt nur auf ein Blatt zu malen. Das ist okay. Okay, also wir haben die beiden Rolltore und wir haben den Nebeneingang. Und ich gehe mal jetzt stark davon aus, dass die Dudes dann hier so rumstehen. Ja, nein, vielleicht? Ja, so circa. Genau. Okay. Wie viele waren das nochmal? 4. Ja gut, zur Not, Kuro, Granate hinschmeißen, Betäubungsgranate. Aber die knallen. Oh, dann kommen doch alle Leute, oder?
Ja, deine Fläschchen, dachte ich. Oh, ja, na gut, das ist immer ein bisschen schwierig. Es kommt, stehen die dicht beieinander? Warum? Beziehungsweise, wollt ihr das jetzt wenn wir machen? Kommen, weiß ich jetzt nicht, ob die immer noch da stehen. Ne? Also kann ja sein, dass die woanders rumgammeln. Ja. Warum wir das machen wollen? Also, nee, es war nur eine Idee, die halt eben unscharf zu machen. Nee, bewegungsunfähig. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Naja, die stehen da jetzt und zappeln. Wenn wir dann wissen, wann wir herkommen, wer weiß, ob die dann noch immer da stehen. Die werden auch ja, irgendwann schlafen müssen. Das war ja jetzt auch nur diese Idee. Also, sie dann irgendwie gegebenenfalls unscharf zu machen. So. Ja, im schlimmsten Fall lockt einer von euch die weg. Okay. Ja. Wir müssen das sowieso besser planen, weil wir müssen ja dann auch noch der Fahrerin Bescheid geben, dass sie dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch da ist. Hm. Ist da noch irgendwie ein Zaun oder ein Tor davor? Also nein, das ist einfach eine, wie gesagt, ein reines Gebäude. Dieses große Gebäude, was halt auch als Stütze für die restlichen Etagen dient, was okay, also direkt schon. Direkt an der Straße, so ungefähr. Du kannst dir das wie ein riesiges Parkgebäude vorstellen, beziehungsweise stell dir einfach so ein Block vor, also so ein Wohnblock mit vier Blöcken. In der Mitte ist quasi der Hof ist frei. Da ist der Aufzug, eine Auffahrt für die Autos und die Blöcke sind im Endeffekt die Parzellen. Nur, dass die halt mehrere 50 bis 100 Meter in die Höhe gehen. Und das ist eine riesige Säule. Und ja, mir ging es jetzt bloß drum, ob das, ob man irgendwie noch an einem Eingang vorbei muss, weil da ein Zaun drum ist. Und nee, gar nicht. Du hast okay. Einfach unten unterhalb am Sockel quasi eine Zufahrt. Da fährst du mit deinem Auto rein, dann hast du eine Rampe, die du quasi wie in einem Parkhaus hochfahren kannst oder halt per Lift mit dem Auto hochfahren kannst. Gut, gut. Dann muss die Dudes eigentlich nur weglocken unter Umständen, wenn sie noch da sind. Muss sämtliche Kameras deaktivieren, muss sämtliche Tore öffnen. Ja, ja, das macht ja der Hacker ja, ja. Vielleicht ist es ja auch weniger auffällig, wenn einzelne Kameras ausgemacht werden, die gerade halt benötigt werden. Ja. Brauchen halt ein bisschen Timing, aber... Genau. Ja, das sollte ja kein Problem sein. Der wird ja, der hat ja jetzt schon gesehen, wo wir stehen. Der hat unsere Nummern gekappt, wenn ich das richtig verstanden habe. Der weiß dann, wo wir sind. Das wird schon klappen. Genau. Könnte ich mir gut vorstellen. Andere Frage. Wir wissen ja jetzt nicht, ob die Delfinen-Bratwurst-Typen nur einfach so random hier stehen oder ob das wirklich kein Zufall ist. Mich würde interessieren, ob es die Möglichkeit gibt, ja, das ist ein autarkes Gebäude, das alles ohne Menschen läuft, ob man vielleicht sowas wie eine Führung bekommen könnte. Es ist ein Lagergebäude, also das muss ich mal zeigen, dass man eine Führung für ein Lagergebäude bekommt. Oh, das ist witzig, dass du das erwähnst. Ich hatte letzte Woche bei uns auf Arbeit eine Führung durchs Lagergebäude und die Produktionsstätte. Das ist schön. Hast du dort Menschen gesehen? Tatsächlich habe ich da welche gesehen. Ja, siehst du, hier sind keine, hier gibt es auch keine Führung. Ja, aber vielleicht wäre das ja genau der Grund, dass wir dann sagen, wir sind ein aufstrebendes Unternehmen, wir möchten das gerne auch bei uns einrichten und deswegen dann müsstet ihr dem Hacker aber wesentlich mehr bezahlen, dass er euch Dokumente fälscht, die ihr euch auch als wichtige Firma ausweisen könnt. Warum nicht einfach als Techniker ausgeben, der da irgendwas in dem Gebäude machen muss? Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, aber als Techniker brauchst du ja auf jeden Fall auch einen Ansprechpartner. Dann müssten wir uns ja auch definitiv drum kümmern, dass wir den dann vorher kriegen. Wer also genau. Und wenn ihr euch als Techniker ausgibt, ist es halt schwierig, warum die Kameras auf einmal ausfallen, wenn die Techniker reinkommen. Ja. Und wenn die Kameras nicht ausfallen, sind halt Bilder von Technikern auf den Kameras. Das ist aber ganz gut zu erklären. Da hat der Techniker das falsche Kabel durchgeschnitten. Man könnte es ja auch so machen, dass der Hacker dann einfach eine Schleife in das Videofeed einbastelt. Also, das sehe ich jetzt nicht als großes Problem. Dann ist man nicht auf der Kamera. Aber bitte so, dass der Techniker immer und immer wieder über dieselbe Strecke läuft. Das wäre witzig. Dann denken die, da sind 1000 Techniker. Das ist richtig. Aber dann ist halt, also ich sag's nur, dann ist halt der Problem, Techniker ist zwar registriert, als er die Tür betritt, aber Techniker taucht auf keiner Kamera auf.
Komisch. Muss ich dann auch dazu sagen, weil wenn ihr euch als Techniker ausgibt, ja, gut, wollt ihr euch ja tendenziell auch Zugang fälschen. Also würdet ihr euch quasi, also so denke ich mir das jetzt gerade für euch quasi, würdet ihr euch quasi Karten fälschen, damit ihr da reinkommt. An dem Schloss steht dann im Endeffekt, Karte so und so wurde eingelöst, ja. Aber es ist kein Input für die Kameras. Ja gut, ich meine, man könnte ja dann, in dem Moment könnte man sagen, scheiß der Hund drauf, dann wird man halt eben gesehen, man kann sich ja irgendeine Verkleidung besorgen. So ist es ja nicht. Also, was weiß ich, ein bisschen Schminke in die Fresse und gib ihm. Man könnte aussehen wie ein Panda. Ja, aber Panda auf Kamera schon wieder ist nicht so geil. Wird langsam zum Promi. Ich persönlich würde sowieso jetzt demnächst mal einen Friseur aufsuchen und einfach mal Kahlschnitt machen. Weil ich habe das Gefühl, dann erkennen mich die Bratwurstleute auch nicht mehr so gut. Ein Nacktpanda. In dem Fall ja, dann Klamotten anziehen, dann geht's ja. Ja, wäre halt die Idee, dass man sich halt eben als Techniker ausgibt, dann da reinmacht und sagt, hier, keine Ahnung, vom System wurde gemeldet, die und die Kamera geht nicht mehr oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann könnte man ja gegebenenfalls, also wenn man dann drin ist, dann kann man dem Hacker ja sagen, jetzt kannst du das Feed manipulieren, kann dann drin rumlaufen, ohne dass man quasi von den Kameras erfasst wird und könnte dann Dinge tun, um halt eben diese Tanks da irgendwie zu transportieren, bla. Du meinst, dann kann der Panda auch nachkommen, weil Panda als Techniker rein wird trotzdem schwierig. Zum Beispiel. Das ist Wiedererkennungswert von zu fast 100%. Genau. Ich kann mich auch mit Esmeralda unterhalten die ganze Zeit und warten. Außerdem dachte ich, ist der Panda dann eh nackt. Ja, aber ist egal. Ja, oder man kann halt auch sagen, man geht als zwei Techniker rein. Wenn er sich dann eh rasiert, wird er eh nicht mehr erkannt. Das ist richtig. Das wäre halt eine Idee, dass man halt zu zweit als Techniker da reingeht und dann halt eben sagt, man muss die Systeme prüfen, weil was weiß ich, eine Kamera ausgefallen ist. Man kann ja, was weiß ich, zum Beispiel auch eine Stromspitze verursachen. Das müsste ja rein theoretisch auch gehen, dass da irgendwas nicht mehr funktioniert da drin. Sei es, was weiß ich, eine Tür, sei es eine Kamera, sei es irgendwas. Also sollte ja wahrscheinlich auch nicht das Problem sein, wenn eh alles elektrisch in irgendeiner Art und Weise gesteuert wird. Ja, aber dann werden die ja eigene Elektriker haben, die sie anrufen. Die sind ja wir wenn dann in dem Falle. Ja, aber wenn schon vorher was nicht funktioniert, wird das schwierig. Oder ich denke, zu kompliziert. Wie groß sind denn die Räume? Ist das hier ein Kästchen 1 Meter? 1,50 Meter ungefähr. 1,50 Meter. Ansonsten, wenn wir reinkommen, einfach... Ach nee, das wird wieder doof mit den Türen. Eine EMP-Granate in die großen Räume rein. Letztes Mal waren es ja 10 Meter Radius, das heißt 20 Meter Durchmesser, da müsste man fast den ganzen Raum ausdecken. Dann können uns die Drohnen auch nichts mehr da drin. Zumindest für einen Moment, bis alle angerannt kommen und sagen, was hier los. Und der Hacker hat wahrscheinlich Kopfschmerzen. Das kann sein. Ja. Berufsrisiko. Oh. Nee. Du, das kann ganz böse enden. Ich habe schon viele Hacker gesehen, die anders geendet sind. Auf dem Schrottplatz? Nein. Okay. Ist nicht so schön, wenn das halbe Gehirn aus der Nase raustropft. Ja, nun. ja, aber wir brauchen trotz alledem irgendeinen Plan. Und ich glaube, der Plan, sich als Techniker auszugeben und da irgendwie reinzugehen, ist wahrscheinlich immer noch mit am sinnvollsten. Also zumindest das, was mir jetzt am ehesten einfällt. Ja, oder wir nehmen halt wirklich die Holzhammer-Methode und machen das so, wie am Anfang gedacht. Wir gehen rein, klauen die Sachen, wir ziehen uns schwarz an, was man ja so tut, wenn man irgendwo einbricht. Also ziemlich aus. Ja, aber du hast auch noch weiß. Edding. Und dementsprechend wären wir zumindest da auf der, ich sag mal, sichereren Seite, wenn wir das einfach so durchziehen. Klar, ein bisschen Restrisiko ist immer bei sowas, aber ganz ehrlich, sonst würden wir solchen Job nicht machen. Das geht am einfachsten, am schnellsten. Wir brauchen nicht viel Vorlaufzeit. Ja, kann die Kameras ausmachen. Und wir sind schnell wieder weg. Als Techniker hängst du länger drin. Wenn dann irgendwas passiert und irgendwie irgendwer durch irgendeinen Alarm doch noch läuft, dann sind wir nicht drauf vorbereitet, sondern stehen dann da wie das Reh vor der Schrotflinte.
Ja, man kann ja reingehen, kann eventuell noch an den Drohnen rummanipulieren oder irgendwie sowas, dass die auf gar keinen Fall losmachen. Ich meine, da reicht es wahrscheinlich irgendwo, weiß ich nicht, mit dem Schraubenzieher dran rumzupopeln oder irgendwie sowas. Ich weiß halt nicht, was das für Drohnen sind, wie die aussehen. Könnte sein, dass das funktioniert, könnte sein, dass es nicht funktioniert. Wenn es natürlich Sicherheitsdrohnen sind, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht irgendwie mit so einem Mini-EMP, den man da einfach hinstellt, wäre eine Idee. Weil ich meine, die sind ja eh an einer Stelle zentral gelagert. Dann bräuchte man zwei Mini-EMPs und würde die Dinger kalt machen. Wäre so eine Idee. Ist die Frage, was kostet denn sowas? So eine EMP-Granate oder irgendwie sowas? Ah. Wir hatten ja schon mal eine. Was hat denn die gekostet? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, die hatte ihr ja nicht gekauft. Ich glaube, die hatte ihr ja von Anfang an zur Grundausrüstung. Ja, so eine EMP-Granate ist schon so ein kleines Highlight. Also da müsst ihr schon ungefähr mit 50 Credits rechnen. Oh mein Gott. Die spendiere ich euch. Da kriegt ihr zwei Stück von mir. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so. Ach, ich habe eine sogar. Stimmt, richtig. Ich habe eine. Ist das nicht die, die du mir gegeben hast? Habe ich dir eine gegeben? Ja, ich habe bei einer mega actionreichen Szene noch ein bisschen Polizei aufgehalten damit. Stimmt, du hast die auf die Drohne geworfen, ne? Kann das sein? Ja. Ja. Also ich habe zur Not auch noch ein Schweißgerät. Kann man so also wie gesagt, schmeißen. Zwei Stück würde ich bezahlen, kein Ding. Ja. Könnte man machen. Also man könnte sie aneinander schweißen auch zur Not. Was? Wieso willst du zwei MP-Granaten aneinander schweißen? Nein, die Drohnen. Ach so. Du meinst, die denken sich, oh, das krabbelt aber an meinem Drohnenbeinchen. Was ist denn da? Hä? Ja, wenn du an den Dingern rumwerkelst? Ich weiß nicht. Naja, du musst ja erstmal hinkommen. Wenn wir vorher den Alarm auslösen, weil der Hacker Mist gebaut hat, kommst du da auch nicht hin. Das ist richtig. Also, die EMP Granaten sollten wir mitnehmen. Vorsichtshalber vielleicht sogar vier. Oder alternativ drei, damit jeder von uns eine hat. Wäre, denke ich, nicht verkehrt. Und wenn wir die dann wirklich brauchen, weil dann eine Drohne kommt, meine Güte, dann werfen wir sie. Würde ich vorschlagen. Und dann brauchen wir halt auch nicht so viel Vorlaufzeit. Dann, das ist sicherer, wenn wir jetzt noch länger warten. Wer weiß, wer davon mitbekommt. Das ist immer schwierig. Also nicht, dass ich dem Hacker nicht vertraue, aber ich vertraue ihm nicht. Ich gucke kurz in die Mülltonne, neben der wir stehen, ob da jemand drin ist. Würfle mal hoch oder tief. Okay, dann würfle ich hoch. Du würfelst hoch. D20, 10. Ja, würfel nochmal, das ist 10, das ist eine doofe Zahl. 10 wäre. Ich habe gesagt, das wäre tief gewesen. Meinst du? Ja, gut. Nö, ist keiner drin. Ach, schade. Das wäre jetzt witzig gewesen. Am besten so ein Bratwurst-Tiny. Der hätte nämlich nicht überlebt. Ihr steht verdächtig neben einer Lagerhalle, unterhaltet euch, auf einmal zückt der Professor seine Schrotflinte und er schießt den Mülleimer. Gut, dass ich keine Schrotflinte habe. Oder seine Armbrust oder drückt einfach auf den Knopf Müll pressen. Dann hört man bloß noch die Schreie aus der Tonne. Genau. Ich wollte doch nur hier schlafen. Irgendwas ist gegangen. Rhythm ist, glaube ich, gegangen, ja. Ah ja, das gegangen. Entweder weit zu Ende oder war da gerade mal wieder rum. Weit zu Ende. And again. Ich guck mal gerade. Play the same song again. Okay, jetzt einmal zur groben Zusammenführung für alle, die jetzt nicht aufgepasst haben. Wie ist euer Plan? Naja, also dem Hacker sagen, Kameras ausmachen, Türen aufmachen. Ja. Reingehen. Nach dem Zeug suchen. Ja, müssen wir aber irgendwie müssen wir. Nun, wir müssen noch irgendwie das Zeug da rauskriegen. Also müssen rein theoretisch einen Transport. Großen Lagertüre und. Ja, aber stehen da schon LKWs drin, weil du die jetzt hier eingezeichnet hast? Da stehen zwei drin, ja. Ja, okay. Die würde ich aber nicht nehmen. Wir haben ja noch immer hier unsere Dame mit dem Transportgerät.
Die wird dann auch zur passenden Zeit hier sein. Ja. Müsst ihr nur sagen, wann und wo sie stehen soll. Genau. Und das werden wir vorher auch machen. Vielleicht nicht gerade zur Zeit, wo sie in der Bar arbeitet, aber darauf können wir eigentlich keine Rücksicht nehmen. Nee, das ist schon alles geklärt. Das ist kein Problem. Außerdem arbeitet sie nicht in der Bar, sie trinkt an der Bar. Es ist immer noch Esmeralda, die Ork-Dame, die euren Freund Bruno Runzelbart ins Herz geschlossen hat. Ja, das ist ja gut, dass er gerade nicht da ist. Oh ja, sonst müsste der mit auf dem Beifahrersitz sitzen. Und dann kann ich nicht dafür garantieren, dass sie pünktlich kommt. Also, weder ich noch Bruno kann dafür garantieren, dass sie pünktlich kommt. Naja, sie wird wahrscheinlich pünktlich kommen, nur nicht zu uns. Weiß ich nicht, ob man danach die Uhr stellen kann. Gut, dann würde ich vorschlagen, ich gehe da jetzt gleich erstmal lang, ich kenne die Leute nicht, ich laufe mal vorbei, weil zu Nacht schlafender Zeit läuft man ja hier wahrscheinlich immer vorbei. Ich glaube eher weniger. Zeit, früh um 4. Ja, früh um 4. Ich habe doch meine Katze, die muss ich Gassi führen. Das ist schon okay. Halt, kannst du eine Flasche Bier in die Hand nehmen als Tarnung? Wow. Das ist eine gute Idee, hast du gerade eine da? Da unten neben der Mülltonne steht eine leere. Ja, Moment, ich hole mein Desinfektionsmittel raus. Soll ich sie dir voll machen? Nein. Dann wird sie handwarm. Das ist doch nicht mein Problem. Aber ich freue mich darauf, wenn ich dich flicken muss. Was? Ne? Okay. So Kutsche dafür. Ich habe doch noch nicht voll gemacht. Aber ist doch gut so. Dementsprechend nehme ich die Flasche dann in die Hand und sag dann einfach mal, wir treffen uns nachher. Ich guck mal einfach nur random dran vorbei. Schau mal. Ja. Also während du dran vorbeigehst, hörst du auf jeden Fall, wie sie sich unterhalten. Sie bekommen dich auch mit, behalten dich auch, also du merkst es, als du vorbeiläufst, auf jeden Fall im Auge, aber ansonsten... Ja. Ja, das ist ja okay. Ich gähne mal zwischendurch und... Wow. Meine Katze läuft ja neben mir dementsprechend. Ja, deine Robo-Katze mit eine Heißkleber angeklebten Katzenfell wird auch definitiv komisch angeguckt. Ja. Yeah. Es ist die Zukunft. Da hat jeder seinen Flausch dabei. Die Zukunft. Da hat jeder eine Heißklebepistole zu Hause. Natürlich. Mindestens eine. Ja, und dann begebe ich mich dann auch auf den Weg. Reden die über irgendwas Spezielles? Alltagstrash. Was es zu essen gibt, was ihre Lieblingsbiersorte ist. Nö, fand ich. Es ist so allgemeines Trash, dass es total nervig ist, dass sie heute die Nachtschicht haben und hier sinnlos in der Gegend rumlaufen müssen, um sich Lagerhäuser anzugucken. Das ist doch schon mal schön. Das ist doch schon mal eine Info, die man benutzen kann, weil dann wissen wir, dass die immer da sind. Gut. Man könnte rein theoretisch am Tag nochmal vorbeifahren, um zu gucken, ob sie tagsüber auch da sind. Ja, aber wenn die schon sagen, Nachtschicht. Aber ja, machen wir. Vorsichtshalber. Gucken. Vielleicht finden wir sogar einen Wachwechsel raus, nicht damit wir dann wirklich in der Zeit da sind, wenn noch mehr da sind, weil das wäre schon. Also dir als Arzt ist schon bekannt, also ist schon bewusst, dass das sich halt einfach um eine Gang handelt. Also die haben jetzt keine festen Strukturen. Da kommt und geht mal jemand, der halt da eingeteilt ist. So viel kann ich dir auf jeden Fall ohne Probleme sagen. Es ist halt, Hauptsache es ist abends jemand da und die haben, glaube ich, haben auch keinen festen Punkt. Okay. Das ist halt nur, weil da die Tonne brennt. Also so viel weißt du schon, weil du hast schon oft genug Leute zusammengeflickt. Die dann erzählt haben. Genau, aus der Gegend oder die du halt so auch privat kennengelernt hast oder mit denen man halt allgemein Erfahrung gemacht hat mit so kleinen Gangs. Okay. Das ist da nicht alles so ernst, das mal so kurz zu sagen. Gut, gut. Ja, und wenn ich dann zurück bin, dann erzähle ich das den anderen, dass die da Wache schieben, mehr oder weniger. Mehr weniger als mehr. Wache schieben. Genau. Waffeln. Waffeln. Hätte was. Ja. Loki, die kommen nicht rein. Du brauchst gar nicht zur Tür gehen. Weiß nicht, was da los ist. Menschen.
Ja, im Flur, das ist immer etwas ekelhaft. Das hat nicht nur Krach aus vom Fenster, sondern auch noch im Flur. Super. Irgendwas ist immer. Ja, dann nee, dann, genau. Dann würde ich sagen, begeben uns so langsam Richtung Heimweg, Richtung Wohnung. Schlafen, ja, genau das. Ja. Und ich fahre dann am Tag nochmal mit dem Auto vorbei, im Mietwagen. Um zu gucken, ob da immer noch Dudes da sind. Also du, als du da lang fährst, siehst du ein oder zwei, die da so ein bisschen in den Ecken rumlungern. Aber mehr auch nicht. Also zwei ungefähr. Hm? Ein bis zwei, hast du gerade gesagt. Zwei, drei, vier, so. Und du kannst, also du fährst vorbei, du kannst ja jetzt nicht jeden einzeln identifizieren. Also du siehst, dass sie da rumeiern. Okay. Ich gebe die Information an die anderen beiden, weiter. Ja. Da gehe ich zum Friseur und mache Kahlschlag. Wird das danach nicht sinniger? Mal alles auf eine Länge bringen. Hier und da fehlt ja schon was. Das stimmt. Lässt dich jetzt komplett nackt rasieren oder einfach nur? Ich lass mich komplett nackt rasieren, ja. Du lässt dich also komplett nackt rasieren. Alter. Sag doch, ein Nacktpanda. Sieht er dann eigentlich wieder aus wie ein Mensch oder? Ich glaube wie ein sehr alter, runzliger Mensch. Warum alt und runzlig? Ich bin 39. Ja, aber ich meine, ne, wir mussten ja zusätzlich quasi Haarzellen implantiert werden und das kommt der Haut auch nicht so ganz gut, so komplett ohne Sauerstoff und Licht. Von daher ist die Haut schon ganz schön faltig geworden. Das muss man dazu sagen. Und das so, somit siehst du halt auch alt aus. Deswegen na okay. Alt und runzlig. Aber das hat den Vorteil, dass ich ja dann wirklich absolut anders aussehe. Ja, das stimmt. Ich hoffe, du ziehst wenigstens Klamotten an und gehst jetzt nicht einfach nackt raus. Ja, nö, ich würde mir ja schon mein Jäckchen und sowas anziehen. Irgendwo muss ich mein Zeug verstauen, mein Plüsch ist ja gerade nicht da. Ja, ist richtig. Eine Hose wäre auch ganz nett, bitte. Okay, weil du es bist. Ja, und weil ich nicht möchte, dass der Plan sich ändert in holt den nackten Panda vor der Polizeistation ab. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Dann sage ich, dass das alles Nazis sind. Wow. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Das keine Ahnung keinen. Was. Das juckt doch keinen. Dann rufe ich beim Tierschutzbund an. Die haben mich missbraucht. Die haben mich rasiert. Ja, ich würde jetzt auf alle Fälle noch die zwei EMP-Granaten von meinem Geld besorgen. Mhm. Muss ich da irgendwo hin oder? Na, du kennst ja die Adresse von Frank, seinem Waffenschieber. Ja, ich kümmere mich in der Zeit ein bisschen um meine Praxis, dass da alles läuft. Naja, solange du nicht da bist, ist sie geschlossen. Punkt. Da Och, ist nicht, dann passt das ja. Da ist nicht viel mit Laufen und nicht Laufen. Dann ist gut. Geschlossen wegen Urlaub. Oh, Entschuldigung. Trink mehr Kaffee. Der hilft bei mir eh nicht. Nur, du musst nur genug trinken. Nein. Dafür schmeckt er nicht. Ja gut, wir müssen die Typen halt noch irgendwie loswerden, ne? Wie werden wir die Loot jetzt los? Irgendjemand muss sie entweder weglocken oder... Wir könnten ein Feuerchen auf der anderen Straßenseite in der Gasse machen. Richtig schönes, wo sich alle Freunde angezogen fühlen. Oder mit dem LKW drüber fahren. Das habe ich eben auch schon... Wenn sie alle auf einem Haufen sind, fahren wir mit dem LKW drüber. Das habe ich eben auch schon überlegt. Das wäre mir ein bisschen zu brutal. Vielleicht. Halt, warte kurz. Vielleicht. Sagte ich ja. Naja, vielleicht irgendwie als Idee, dass man vielleicht auf die mit einer Betäubungsarmbrust oder irgendwie sowas schießt. Keine Ahnung, Betäubungspfeile. Naja, dann gibt's doch bestimmt auch Betäubungsgranaten, die man einfach reinschubst und dann sind alle. Anstatt, dass man jeden einzeln anschießt. Gibt's bestimmt auch. Ja, Flashbangs. Keine Betäubungsgranaten. Das ist ein Unterschied zwischen Betäubungsgranaten und Flashbangs. Flashbangs sind Blendgranaten. Die nehmen dir noch... Flashbangs? Also Bänke? Ja. Bänke. Ah! Ja, das sind die Blenden, nicht die Bänke, wenn ich drauf sitze. Ja, genau. Da kommt das Licht an.
Richtig, da kommt eine hellgelbe Bank dir entgegengeflogen. Ja, Entschuldigung. Eindeutig zu wenig Schlaf. Ja, das, was ihr dann schon so meint, ist schon so eher die Richtung Gasgranate mit Betäubungsgas drin. So aber so eine normale Flash macht, knallt halt laut, macht hell und macht dich für ein paar Runden quasi bewegungsunfähig, weil, brennt. Bringt halt nichts. Okay, wenn man schnell braucht, brauchen wir irgendwie eine Rauchgranate, eine Rauchbetäubungsgranate. Nun. No. Kuro, kannst du sowas bauen? Das ist nur die Frage. Also ich hätte Chemikalien als Skill. Damit könntest du auf jeden Fall die Chemikalien zusammenrühren, um die Chemikalien Punkt zu haben. Um sie in den Granaten zu verfrachten, wäre schon eher das wie Waffenbau oder Handwerken. Super, Bruno. Ja, sowas hab Bruno, ich leider nicht. Bruno hat, glaube ich, Handwerken. Ich glaube auch, ja. Kann ich das mit Straßenwissen ausgleichen? Dann weißt du auf jeden Fall, wie du es nicht machen solltest. Es gibt doch bestimmt irgendwelche Video-Tutorials, wie man sowas zusammenbaut. Ja, aber Barknet. Also die Probe bleibt trotzdem. Also mal ganz doof gesagt, prinzipiell geht es doch nur, dass sich das Zeug schnell verbreitet. Ja. Kann ich das nicht einfach in eine Flasche gießen, hoffen, dass das, also nicht hoffen, sondern einfach was nehmen, was wirklich richtig flüchtig ist? Du hast genug Ahnung von Chemikalien, um zu wissen, dass das nicht funktioniert. Dass du nicht einfach das Zeug in eine Flasche hauen kannst, einen Stöpsel drauf machen kannst, die Flasche dann hinwirfst und auf einmal, buch, 3 Meter Wolke. Also, das weißt du schon, dass das nicht so funktioniert. Aber wir sind doch in der Zukunft. Auch in der Zukunft funktioniert das nicht. Die physikalischen Gesetze bleiben auch in der Zukunft erhalten. Tut mir leid. Und wenn ich mich hinstelle und versuche, sie einzuschüchtern und das dann hinwerfe. Was die physikalischen Die physikalischen Eigenschaften oder die Flasche? Oder was die oder Flasche. Das Gas? Du willst die Flasche einschüchtern. Damit mehr Gas reinpasst. Nee, Typis. Nein, keine Ahnung. Also zu basteln habe ich leider nichts. Ja. Also die Chemikalien zusammenrühren, kein Problem, aber du kriegst es dann halt quasi nicht in Gasform hin. Beziehungsweise nicht in der Form, dass du es in eine Flasche packen kannst und irgendwo hinwerfen kannst. Also das funktioniert halt nicht. Dafür fehlen dir zum einen so ein bisschen die Gerätschaften dann doch für zu Hause. Und zum anderen funktioniert es halt nicht so. Dann bleibt oder du müsstest halt eine sehr große Flasche werfen. Dann bleibt halt rein theoretisch nur noch irgendwie mit so Betäubungspfeilen oder sowas in der Richtung zu hantieren. Ja, das wird wahrscheinlich aber sehr schwierig sein, weil wenn das jetzt wirklich 5 Leute sind, wir sind zu dritt, da müssen wir entweder arg schnell sein oder die sehr doof. Oder beides. Ihr seid doof und die arg schnell. Ja, ich hoffe nicht. Tatsächlich sind hier wahrscheinlich also nur Türen vorne. Hm. Wo war die Tonne? Die war ungefähr hier. Also da war sie gestern Abend, ob sie dann halt noch da ist. Wenn ihr da seid, ist halt... Ja, aber war die da, als Frank noch vorbeigefahren ist? Da stand die noch da, aber hat halt nicht mehr gebrannt. Ja, das macht ja Sinn. Okay, das heißt... Vor allem, wenn die alle vereinzelt irgendwo da rumstehen. Tagsüber. Tagsüber ist schwierig. Aber tagsüber ist schwierig, ja. Weil dann haben wir einfach zu viele... wieso läuft da eine Drohne rum? Auch nicht. Ich will auch was zu tun haben. Achso. Jetzt seid ihr noch mit Plan beschäftigt. Tatsächlich könnte ich mir aber vorstellen, weil das ja keinen Zaun hat oder so, dass wir uns wirklich von hinten an das Gebäude nähern und dann von beiden Seiten auf die Typen zugehen. Dann haben wir jeden Typen quasi sehr wahrscheinlich und knocken sie aus und hoffen, dass sie nicht schnell genug sind, um Alarm auszulösen. Wir bräuchten Brunos Socken. Also meinst du, falls da irgendjemand an der Ecke steht, den dann... Genau, zum Beispiel. Das sieht man ja, wenn man hinfährt, die da irgendwie an der Ecke stehen. Vielleicht kann man die auch irgendwie weglocken. Ich sag ja, einfach ein großes Feuerchen woanders machen. Das damit geht sie natürlich auch. Sich da sammeln oder so. Ja, dann musst du sie trotzdem noch ausschalten. Und dann sind sie alle zusammen in einer Ecke. Oder du predigst ihnen was vom heiligen Bratwurst.
Delfin, was sie vielleicht noch nicht kennen oder so. Was? Nein. Alternativ werden sie mit dem LKW überfahren. Was denn? Ich brauche auch Ersatzteile. Auf. Ja, okay, aber wenn du da drüber machst. Die wird viel Ersatzteile da. Sind die ja, hier damit schon was ganz bleiben. Naja, bei dem einen wird das übrig bleiben, bei dem anderen wird das übrig bleiben. Das ist schon in Ordnung. Noch nie was von Frankenstein gehört? Oh. Jetzt wird mir dezent schlecht. Ja. Ja, mir ist vom Prinzip her wurscht, wie man das macht. Also ich. Wenn du was anderes bist du ja auch nicht mit deinem Arm. Ja, aber übrigens, wenn du sowas machst, bist du ja Frankenstein. Eben. Schwierig, schwierig. Also, es ist auch die Frage, ob wir das tagsüber machen oder nachts. Ja, nachts werden sie sich wahrscheinlich wieder um die Tonne versammeln. Wenn kalt. Wenn kalt, aber auch nur dann. Man kann ja eine kalte Nacht abwarten. Wir haben Sommer, ne? Ich muss mal ins System vom Wetterkontrollzentrum gucken, wann eine kalte Nacht geplant ist. 2035. Ja. Da gibt es keine kalten Nächte mehr. Warum die sich überhaupt um eine Tonne gestellt haben? Damit es cool aussieht. Ah. Wir sind die Pendler von hier. Tatsächlich ist auch die Frage, da die ja auch ein eigenes Alarmsystem haben, wie schnell die Polizei hier ist oder das Äquivalent dazu. Wenn wir das. Entschuldigung, dezent genervt. Vielleicht können wir uns das auch zunutze machen, wenn wir das zu einem Zeitpunkt machen, wo viel sowieso passiert. Also wo die Kriminalitätsrate tendenziell erhöht ist. 1.30 Uhr. Zum Beispiel. In der Google-Statistik steht aber 1.37 Uhr. Oh, oh. Aber ihr wisst, was ich meine. Dass sie dann quasi länger brauchen, bis sie da sind. Ja, oder zumindest nicht so viele am Anfang. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt Gesetzeshüter über den Weg laufen, bin ich ganz ehrlich. Ach, nee, du musst nicht unbedingt sein. Also diese komischen Delfin-Bratwurst-Viecher, da, die sind mir ja egal, aber Gesetzeshüter müssen nicht sein. Anhänger des heilig leuchtenden Bratwurst-Delfins. Hab ich doch gesagt. Bratwurst-Delfine. Delfin-Bratwurst. Ist doch das Gleiche. Delfin-Bratwurst. Das sag ihn mal ins Gesicht. Ja. Dann spucken sie dir ins Gesicht und quasi. Ja, dann hauen die mich mit geräucherten Bratwürsten. Ja. Soweit ich weiß, sind sie roh. Ja. Aber da musst du Bruno fragen, der war in Gefangenschaft. Aber vielleicht hat Frankie nicht auch noch gefoltert? Ja, ich glaube auch. Vielleicht sollte ich mich auf deren Seite stellen, damit die mal lernen, wie man foltert. Ja, sie haben wirklich mit einer harten Knackwurst zugehauen. Und mit einer Mini-Wini-Würstchen-Käste versucht, ihn zu erdrosseln. Oh Mann, ey. Nun. Ja, ja, was machen wir nun? Ja, schlafen gehen. Nein, Quatsch, haben wir ja schon. Haben wir schon. Ja, ich würde sagen, wir machen das zur Nachtzeit. Das macht am meisten Sinn. Und vielleicht findet ja der ein oder andere von uns noch raus durch seine Kontakte, ob irgendwo anders was geplant ist, damit zumindest die Polizei ein bisschen mehr abgelenkt ist. Und ansonsten kriegen wir die Delfin-Typen schon platt und dann ziehen wir das einfach durch. Du hast nicht zufällig bei dir noch Haarwuchsmittel oder kannst du welches herstellen, was so richtig schnell wirkt? Ich kann, dass du wirkst, aber Haarwuchsmittel, nein. Schade. Was hast du vor? Umüberlegt oder was? Nein, ja, ist vielleicht einfach wollte nur. Wollte ja auch ein fetter Ed machen. Ein was? Ein fetter Adam's Ed. Adam's Family. Nein, ich wollte einfach nur, wenn sie mich irgendwo einsperren oder so, dann nehme ich das und dann sehe ich ganz anders aus und frage, hey, was macht ihr mit mir? Und dann wundern sich, wer ist das? Ja, aber wurdest du nicht vorher von den Leuten schon gesehen? Vielleicht, wenn ich von der Polizei festgenommen werde. Ach so.
Nein, das andere wäre doof. Das andere, nein, will ich auch nicht. Ja, siehst du. Also bleibt jetzt im Prinzip als Plan, die entweder zu überfahren oder halt, wenn sie um die Tonne stehen, zu betäuben. Aber wie machen wir das mit der Betäubung? Kriegen wir den Waffendealer nicht dazu, dass er uns das Zeug da zusammenbaut? Als Betäubungsgranate. Nicht einfach erschießen. Zu laut. Dann nehmen wir das Katana. Oder könnt ihr nicht mit Schwertern aus und Messern umgehen? Ein Katana? Ja. Ich habe nur einen Teleskopstab. Ich habe nur ein Messer. Ja, das passt doch. Machen wir das lautlos. Man kann ja dann wirklich versuchen, wie du schon vorhin gesagt hast, dass man sich halt hier so da so anschleicht und hier so anschleicht. Vielleicht so ein paar Geräusche macht, dass da einer weggelockt wird. Und dann... So. Ja, oder vielleicht auf der anderen Straßenseite irgendwas in Brand setzt. Eine Tonne. Ach, noch eine Tonne. Dass sie dann von alleine... Ich kann Ihnen noch was vom Delfin erzählen. Und du brennst auf der anderen Straßenseite eine Tonne an. Och, wir gehen jetzt darüber, die brennt besser als unsere. Wenn wir da eine vergoldete Tonne hinstellen? Oh, nee. Oh, Mann. Ja, gut. Lass uns mal durchziehen und dann gucken wir einfach, was passiert. Ist, glaube ich, einfacher, als jetzt die ganze Zeit zu überlegen, was, wie, wo, wann. Das heißt, du willst einfach drüber fahren. Ja, im schlimmsten Fall fahren wir einfach drüber. Aber ganz ehrlich. Who cares? Es ist vollkommen egal. Wir werden sterben und wir hoffentlich nicht. Okay. Also würde ich sagen, probieren wir das erstmal mit dem so von hinten anschleichen, vielleicht Geräusche machen, um die Ecke locken und dann um die Ecke bringen. Klingt gut. Gut, okay. Wir geleiten sie um die Ecke. Ja. Gut, dann machen wir das einfach mal. Fahren wir hin und wie sieht die Situation aus, GM? Ist unser Spielleiter schon eingeschlafen? Haben wir dem Hacker Bescheid gesagt? Nein. Nicht, dass er schläft. Deswegen. Also auch dem Fahrer noch nicht. Ja, korrekt. Ich sag dem Hacker... Wenn nicht, dass wir da stehen und niemand anders ist. Ich sag dem Hacker Bescheid. Delfine. Ich schreibe ihm eine Nachricht. Geht jetzt. Ist es jetzt? Na, nicht 19 Uhr. Deswegen frage ich ja, wann ihr loslegen wollt. 0.30 Uhr. Okay, ja. Vielleicht kriege ich noch über Straßen ein bisschen raus, ob gerade irgendwo anders viel Action ist. Dann würfle er auf Straßen ist. Okay, habe ich 40. Ja. Geschafft. Ja, das hören natürlich. Überlegen wir gerade. Eine große Fetischparty gegenüber. Also ist gerade nichts, was die Aufmerksamkeit der Polizei übermäßig in Anspruch nimmt. Dann müssen wir halt einfach schneller sein. Also du hast dem Hacker zeitig Bescheid gegeben. Ich gebe ihm jetzt gerade Bescheid. So. Und bis wir da sind, dauert es ja eben ein bisschen. Ja, und dem Fahrer oder der Fahrerin sagen wir auch zeitig Bescheid. Ja. Was soll ihr auch, wo sie parken soll? Naja, im Idealfall kommt sie 10 Minuten später und wir sind schon mit dem Ding und stehen draußen. Was möchtet ihr jetzt übrigens genau vom Hacker haben? Dass er die Kameras ausmacht. Mhm. Und die Türen auf? Eine Tür öffnet. Eine? Ja, also, ja, ich weiß es nicht. Also nach Möglichkeit halt, vielleicht hier ein Rolltor und hier drinnen die Tür. Mhm. Gott. Dina. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, jetzt noch hier großartig viel mehr Türen aufzumachen, weil es wären wahrscheinlich dann immer nur Erschwerungen für den Hacker. Vielleicht stolpert er ja auch darüber, wo die Zeug gelagert ist. Hm. Weil es kann ja auch sein, dass es... Das kann er mit den Kameras mal nachschauen. Genau, wenn er drin ist. Beziehungsweise bei einem System ist, wird es da bestimmt im Register irgendwo stehen. Ja, ja. Dass er uns das da mitteilen kann und dementsprechend muss er dann halt die Türen aufmachen und die Kameras ausschalten. Ja. Das macht Sinn. Ja. Weil wenn es oben ist, dann ist es oben. Ja, ist es auf jeden Fall oben, das ist kein Problem. Das wirst du schon. Ach, okay. Ich überlege gerade, ob es so sinnvoll ist, die obere Tür aufzumachen. Ob es nicht vielleicht sinnvoller ist, die untere zu machen. Wie ist denn das mit den Kameras? Haben die 180 Grad Sicht oder wo gucken die genau hin? Kann man das herausfinden? Na, die haben Kegel. Also 180 Grad. Okay. Ja.
vollkommen egal, ob die obere oder die untere. Ja, eigentlich müssen sie alle drei. Die untere wäre ein kürzerer Weg. Naja, wobei die untere, ich würde eher sagen, die obere ist der kürzere Weg, weil dann kann sie nämlich mit dem LKW im besten Fall direkt an der Ecke parken und dann können wir es direkt reinbatschen. Wenn sie jetzt mitten am Gebäude steht, ist es vielleicht, weiß ich nicht, nicht so gut. Keine Ahnung. So steht sie halt ein bisschen neben dem Gebäude. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich jetzt recht davon ausgehe, dass hier unten die Kamera auch sehen würde, wenn wir hier oben Action machen. Die kann bis zur Wand schwenken, ja. Okay. Ist die Kamera hier? Zeigt die in den Systemraum oder ist die fürs Treppenhaus? Die zeigt in den Systemraum. Okay, und die Wartungsraum wahrscheinlich auch. Genau. Das aber ich nicht weiß anders, was. Aber du weißt, dass du hast vorhin auf den Lageplänen gesehen, eine Etage drüber ist auf jeden Fall auch eine Kamera, die ins Treppenhaus zeigt. Gut, na gut, ich meine, wenn er da reinguckt, dann wird er wahrscheinlich eh sehen, welche Kameras es lohnt zu manipulieren und welche nicht. Naja, er versucht alle auszumachen. Ob es ihm gelingt, wird sich dann noch zeigen. Okay. Ja, zur Not macht er eine Spannungsspitze oder irgendwie sowas in der Bude. Naja, ihr wollt ja da rein ohne bemerkt werden. Ja, aber dann wenn er sie kaputt macht, dann ist das auf jeden Fall auffälliger. Also ihr müsst euch schon entscheiden, was ihr haben wollt. Ja, nein, ist schon unauffällig, ist besser. Okay. Also kaputt machen kann er die alle, aber dann habt ihr ein Zeitfenster von 5 bis 10 Minuten rein und wieder raus. Ja, okay. Ja, das ist dann der Worst Case, sagen wir mal. Der Worst Case? Was ist Plan Worst B, Case. Der Worst Case? Gut, dann würde ich jetzt mal für alle Kameras... Markiere sie mal, da wo ein grüner Punkt ist, diese noch aktiv, die hat er nicht hingekriegt. Die einen roten Punkt bekommen, hat er hingekriegt. So. Ist aus. Ist jetzt halt die Frage, würde man den Tank auch durch diese kleine Minitür bekommen? Nee. Wahrscheinlich nicht, ne? Ein bisschen drücken. Da passen halt bloß noch kleine und schmale Leute rein. Das sieht schon mal gut aus. Das sind die auf der anderen Etage, seid ihr ja noch nicht, von daher. Schlecht. Nö, eigentlich nicht, weil zur Not naja, also schmeißt man irgendwas dagegen. Oder? Ja, aber dann ist sie ja kaputt und dann sind sie ja, bedingst. Dann ist sie halt kaputt. Was willst du sonst anders machen? Außer nichts dagegen schmeißen, kannst ja... Gegen schießen. Treten. Zukleben. Kannst aber hochtreten. Ja. Mit Sprüh zusprühen, müsste ja auch gehen. Dann ist man kurz zu sehen, wenn man aber, weiß ich nicht, vermummt ist, was wir ja eh machen wollten, dementsprechend sollte das gehen. Die grünen Türen sind zu oder offen? Offen. Rot wäre zu. Okay. Das ist aber schön, dass die alle offen sind. Und oben sind sie dann alle zu. Wahrscheinlich. Ja, rein theoretisch müsste man ja jetzt irgendwie diese Kamera hier noch manipulieren und man müsste ja, hier hinten auf zuspulen. Diese. Ja, weil, aber was machst du halt mit der hinteren, ne? Ja, da müssten wir dann gucken, wie groß die LKWs sind, ob wir an den LKWs vorbeihuschen können, ohne dass die uns sieht. Da müssen wir dann halt einfach gucken, wie das dann aussieht. Wenn die 180 Grad haben oder so, dann schwenkt die doch hin und her, oder? Ja. Ja, dann. Dementsprechend sollte das klappen. Und die hier vorne, die besprühen wir einfach mit, sag mal gerade, Farbe. Das macht nicht kaputt, sondern das trübt nur das Sichtfeld. Weiß ich nicht, in Neongelb. Schwarzer Farbe oder sowas. Oder sonst was. Dass sie halt getrübt ist. In Blau, dann denken die Delfin-Leute waren's. Ja, aber selbst, also wenn da kein Licht mehr drankommt, ist es ja auch schwarz. Aber gut, können wir ja auch diese kriminellen Farben. Blau. Nehmen wir blau. Wird von mir aus. Blau zugesprüht und dann sieht die auch nichts mehr. Okay. Gut, dann gehen wir rein. Wir müssen erstmal die Typen jetzt umbringen.
So, ich weiß nicht, ich würde jetzt einfach mal versuchen, mich von hier unten so ein bisschen an... Sind also, wir denn jetzt vor beziehungsweise, Ort? Genau, sind wir vor Ort? Wo stehen die denn? Meint, ihr seid vor Ort, ihr müsst mir sagen, wo ihr steht und dann kann ich euch sagen, was und wen ihr seht. Also ich würde einfach mal mit dem Doc hinters Haus gehen und ich schätze mal, Kuro bleibt dann davor stehen und er kann uns ja sagen, ob jemand wo nach die hinten sind. Kommt oder wo die was. Sind. Nee, das war das Falsche. Sekunde. Los, stopp, Sekunde. Ich hab Sekunde, ja, sind huch. Da. Gibt's die auch in kleiner? Ich finde so groß wirklich viel bedrohlicher. Danke. Das ist richtig. Du kannst dir auch selber die Größe einstellen, das war noch fürs Hauptbild. So, dann positioniert euch mal. Kuro ist schon. Wie hat er das gemacht? Kuro ist unter der Treppe gefangen, er ist in einem dunklen Raum. Zauberei. Ja, weiß ich nicht, wo soll ich denn hin? Ich bin ja, irgendwo, so ja, auf gegenüber, der anderen Straßenseite? Genau, auf der anderen Straße. Aber du bist ja nicht hier hin. Oh, jetzt bin ich weg. Ich sehe doch einen Fitzel von deinem Arm. Ja, ja, mach doch, stell dich einfach dahin. Das also reicht doch. In der Theorie auf der anderen Straßenseite. Genau. In der großen andere Straßenseite gibt es in dem Fall nicht. Da standen wir aber die letzte Nacht auch. Ja. Andere, ja, zum Beobachten gibt es eine andere Straße, aber um schnell über die Straße zu gehen, nicht. Wie gesagt, das ist immer noch so ein Block mit einer Straße. Die ja, andere Straße bedeutet dann, dass du auf einem Geländer sitzt und hinter dir geht es ungefähr 50 Meter nach unten. Ja, dann steht er halt hier oben irgendwo rum, ist doch... Ja, nicht? Das ist wichtig, sowas zu klären, deswegen, alles gut. Okay, dann lass ihn da oben irgendwo rumstehen und das Gebiet nach unten hin sondieren. Habe ich die Sprühdose? Ja, hey. Mach so. Weil du bist ja bist. Auch groß, ne? Genau. Du bist ja auch dran. Ja, so Panda-Größe halt. Panda-Größe. Nee, 1,85. Du bist schon, wollte ich gerade sagen, du hast ja nur Fell bekommen. Größer bist deswegen nicht geworden. Ich glaube, Pandas wären auch kleiner. So. Naja, dann würde ich erstmal um die Ecke luken und gucken, was denn so abgeht. Bei Kameras, die sich ungefähr synchron nach links und rechts drehen. Nee, keine Dus? Achso, die sehen ja nichts mehr, die zwei. Sehe ich denn trotzdem noch bewegen? Delfinen-Leute. Nö. Ich guck noch mal ganz genau hin und guck, ob ich nicht vielleicht doch irgendwo einen Schatten oder einen... Würfel mal wahrnehmen. Okay, wahrnehmen. Habe ich das sogar schon? Ja. Da ist niemand. Okay, dann gebe ich das durch. Hey Leute, hier vorne ist niemand. Nee. Hast du irgendeinen Gegenstand, den man rüberschmeißen kann? Eine Dose oder sowas? Ich gucke auf den Boden und sehe. Hoch oder tief? Hoch. Einen Fels. Nix. Okay, nein, ich habe nichts zu werfen. Die Mülleimer wurden gerade geleert. Sorry. Ich könnte den Mülleimer werfen, wenn du ihn aus dem Boden reißt. Soll ich denn, kommt ihr rum oder? Ich schreibe dem Hacker eine Nachricht. Wie sieht denn das aus? Hast du alle Kameras im Gebäude? Ja, ja, so semi. Siehst du, ob da irgendwie noch Leute im Gebäude sind? Nö, da ist niemand. Da ist niemand? Nur die ganzen Dosenautomaten. Okay. Was sind die denn? Vielleicht einfach nur weg? Wäre vielleicht sinnvoll, wenn jemand den Rückweg dann safe macht. Absichert. Ja, also unten wartet sozusagen. Ja, es kann ja einer. Schönes Emo. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir nach vorne. Gehen wir einfach mal mit hier hoch. Macht es vielleicht Sinn, dass ich unten rumgehe, damit wir auch sehen können, ob das wirklich alles sicher ist, dass niemand drumherum geht? Ja, klar. Macht doch. Macht Sinn, ne? Also dann gehe ich so hier so, guck um die gut. Ecke. Und
Kartoffel dann. Hier so um die Ecke. Und es ist definitiv niemand da. Okay. Okay. Gut. Dann. Also, ich würde mich ja gerne mehr in die Ecke stellen, aber da ist ein weiß-lilanes Bild von Frank. Hä? Ich bin doch da oben. Bei mir. Ja, über den Namen sind so komische Icons, die kriege ich nicht. Ich muss die bei Gelegenheit bei den Einstellungen wegmachen. Damit sie so minimiert sind wie bei Frank. Achso, du meinst die Avatare. Genau. Die kannst du auch im schlimmsten Fall verschieben, indem du einfach auf der. Wo musst du hinklicken? Ah, neben den Namen klicken und dann kannst du verschieben. Gehst einfach in die Spieleinstellungen und da weiter runter Chat-Avatare nur Namen. Das ist auch eine Möglichkeit. Genau. Spieleinstellungen. Siehst du? Und da ist gleich das erste, Chat-Avatare. Ansonsten guck im Stream, dann siehst du es auch. Ach da, okay. Danke. Ludo. Bin ich denn so? Da. Wieso kann ich mich jetzt nicht verschieben? Ah da, alles gut. Ist das Tor denn schon richtig offen oder müssen wir das dann noch irgendwie aufschieben? Das müsst ihr noch aufmachen. Ach, nur erstmal freigeschalten. Okay, ist ja keiner mehr drin. Machst du erstmal die Kamera? Ich mach die Kamera, ich husche. Also die schwenkt die auch? Ja, ja. Dann würde ich drunter huschen. Ja. Während sie rumschwenkt und dann versuchen, von unten dran zu sprühen. Auf die Linse, sodass sie nichts mehr sieht. Mit einem wunderschönen Marineblau. Würfel mal auf Handeln oder irgendwas, was so das berechtigt. Dass du auch gut triffst und weißt, wann du aufhören musst. Ist das so weit oben? Das ist schon ein Stück. Zählt schießen. So ungefähr. Naja, das hängt halt in einer gewissen Höhe, damit das nicht jeder Vollidiot macht. Sonst werden die ja nur mit Kameraputzen beschäftigt. Ich weiß auch, wo die Idee jetzt gerade herkommt mit der Kamera. Jetzt ist mir gerade wieder eingefallen. Also schießen wird es eher nicht sein, oder? Boah, dann schießen mit Abzug 20. Abzug 20? Naja, gut, das ist immer noch besser als Handeln. So, war wir es denn kleiner? Oh, Kopf rechnen, okay. Kapusch. Du ballerst da volle Bude deine Dose leer. Manchmal werde ich sehr müde. Ich habe mein Würfelglück das letzte Mal rausgeballert. Auf jeden Fall. Du entlädst da deine Dose und gehst jetzt davon aus, dass die blind ist. Sieht man das? Aber wissen tue ich es nicht. Nee, du hast großflächig auf die Kamera gezielt. Okay, naja gut, ein großer blauer Fleck und ich hoffe, dass es dicht ist. Naja, zumindest. Ich frag den Hacker, ob die Frontkamera noch was sieht. Auf die hat er, also er antwortet recht schnell, auf die eine hat er keinen Zugriff, das weiß er nicht. Kann er dir nicht sagen. Okay. Steht hier irgendwo ein Stock ich oder sowas? Ich signalisiere, hey, ich habe gesprüht. Ja. Ich glaube, ihr könnt kommen. Steht hier irgendwie sowas wie ein Stock rum? Großer? Nee, haben wir ja vorhin schon geklärt. Und du müsstest erst wahrnehmen würfeln, um rauszufinden, dass er nicht getroffen hat. Weil für dich hat er auch nach oben gesprüht. Na, dann mach ich das. Gerne wahrnehmen würfeln. Ja, dann mach das. Ja, gut. Ja, du siehst, dass er die auf jeden Fall nur von unten schaumend angemalt hat. Schickes Blau, aber... GG Kuro, GG. Aber also Kuro ist davon überzeugt, er hat getroffen. Ey, das sieht doch 1A aus. Guck dir den großen blauen Fleck an. Ich nehme meine Knarre und schieß drauf. Okay. Ernsthaft? Ja, dann ist ich rolle mit den Augen. Und ich rufe noch. Nein, ich sage nein. Dann ist sie aus. Ja. Das ist kein Problem. Ja, es knallt auf jeden Fall richtig laut und ja. Jetzt wissen wir wenigstens, ob da Dudes sind irgendwo. Ja, und diese zu wissen, die Leute, dass wir kommen. Okay, dann versuche ich schon mal das Rolltor aufzumachen. Ich komme mal hoch. Es ist eine Kamera, die kaputt gegangen ist. Mit einem lauten Knall.
Rolltor öffnen, eine Stärkeprobe von der Seite, bitte. Ist das dann Handeln? Ja. Ja, ist aber auch um 20 erschwert. Ach so, naja, dann. Nicht, nein. Brauche ich, nein. Dann kommst du mit der 29 nicht weit. Wie sieht das aus mit der kleinen Tür? Die ist offen. Die kannst du einfach Klinke runter gegen dir. Okay. Du siehst, wie Kuro sich an dem Rolltor zu schaffen macht und drückst einfach die Klinke von der Tür runter. Ich hab grad so das kleine Bild von mir bei mir. Kamera im Treppenhaus ist aber nicht. Nee, da ist keine. Okay, das heißt, ich kann einfach reingehen. Okay. Okay, wir folgen. Ich sehe, dass sie da durch die Tür geht und denke, verdammt! Mist, und ja. Runtergehen. Genau, folge ihr. So. Tatsächlich haben wir ja jetzt hier rechts eine weitere. Während ihr da reingegangen seid, kriegst du von eurem Hacker eine Nachricht. Das sage ich dir jetzt mal, das schreibe ich dir jetzt nicht. Sag mal, bist du total bescheuert oder was? Sag mal, was war das denn bitte für eine dumme Aktion? Ich habe dir gesagt, ich habe keine Kontrolle über die Kamera. Euer Zeitfenster beträgt etwa 10 Minuten. Viel Spaß. Ah. Okay. Die Zeit läuft. Ja, teilst du uns mit, ja? Ja, kann ja alles Mögliche sein, dass er, wie gesagt, ja, ich wollte nur noch mal sagen. Okay, 10 Minuten, also das hoch. Das fällt im System auf. Gut, dann können wir jetzt auch reingehen, weil dann ist das nämlich vollkommen egal, ob die Kamera uns sieht oder nicht. Ja. Und dann suchen wir nämlich jetzt das Ding, was wir brauchen. Und im schlimmsten Fall suche ich und ihr zwei macht das Tor auf. Ja, ich gehe hier rein und schieße auch auf die andere Kamera. Ja, ich schieße auf die andere Kamera. Ja, das ist kein Thema, das kriegst du ohne Probleme hin. Die ist nicht beweglich, du weißt, wo du hinschießen musst. Okay. Easy, fällt von der Wand. Gut. Okay, wenn ich so in den großen Raum reinkomme, sehe ich an den großen Türen einen Knopf zum Aufmachen? Ja, an dem Rolltor siehst du einen Knopf. Ich würde den gerne benutzen wollen. Das ist kein Problem, den kannst du benutzen. Falls du darf ich auf... Noch? Ja, du darfst auch noch. Ich sag zu Kuro, gib mir mal bitte eine EMP-Granate. Ich werfe ihm eine rüber. Okay, ich lege die EMP-Granate hier auf dieses Regal. Aber ey, du zündest, warte, bis das Brett offen ist. Ja, ich zünde sie noch nicht. Also nur auf Nummer sicher erstmal hingelegt. So, ja. Um den Drohnen Angst zu machen. Den Drohnen? Okay. Angst. Gut, jetzt darf der Doktor. Die Frage ist, ich sehe ja jetzt die Drohnen, sind das jetzt Kampfdrohnen oder sind es einfach nur... Das sind keine Kampfdrohnen, nein. Ach, das sind Lagerdrohnen. Okay, dann lege ich die natürlich nicht hin. Das wäre dann Quatsch. Okay. So, wir machen das jetzt... Die greifen dich am Nacken und dann fliegen sie mit dir weg. Wir machen das jetzt dadurch, dass er ein bisschen... Damit wir hier nicht durcheinander kommen und jeder auch mal dran war, machen wir jetzt einfach mal kurz Initiative im Groben. So. Gut, damit war Danny gerade dann. Somit ist jetzt erstmal Frau Doktor dran. Okay. Wir wissen, dass es unten ist oder oben? Oben. Okay, dann renne ich hoch und suche die Sachen erstmal. So, das ist kein Problem. Da muss ich das jetzt nur leider erstmal nach oben für dich verschieben und dich mitnehmen. Oh, die sehen anders aus. Zack, genau, das, was du oben siehst, der Rest sieht das auch. Okay. Ich tippe darauf, dass die wahrscheinlich in den größeren Räumen sind und werde dann dort mich erstmal hinbegeben. Erstmal vorsichtig um die Ecke lunzen. Ja, da fliegt eine Drohne. Wenn sie mir den Rücken zudreht... Das ist eine Sicherheitssensordrohne, die guckt in alle Richtungen. Außerdem hast du das Problem, dass die Kamera nicht gehackt ist. Ja, das stimmt, aber ich bin ja vermummt. Mir ist das vollkommen egal, ob da eine Kamera ist und mich ist verfüllt. Das sage ich nur. Also die Drohne haben quasi keinen toten Winkel in dem Sinne. Ach so, aber die Drohne, eine Sicherheitsdrohne, ist das wie eine Wachdrohne, sprich mit Aua oder ohne Aua? Das ist eine mit Aua. Sonst wäre es eine normale Lagerdrohne. Das ist eine Aua-Drohne.
Ja, wenn ich jetzt die EMP-Granate werfe, dann könnte ich das drumherum vergessen aufzumachen. Du kannst auch mir Bescheid sagen, zum Draufschießen. Ja, ich kann ja auch schießen. Ich habe jetzt zumindest eine Pistole, ne? Okay. Das würde ich dann jetzt auch machen. Mhm. Wenn ich finde. Ja, nicht so wirklich. Nö. Aber es knallt auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wie ich. Ich gebe euch durch. Hier oben sind Wachtdrohnen. Okay. Warte, ich muss da jetzt mal eine Drohne irgendwie. Wie hat man die hinzugefügt? Wie ging denn das? Ich wollte gerade sagen, vorhin waren das noch drei. Sind die irgendwie kopieren? Nee, ich wollte. Ja, ich dachte, eigentlich gab es einen Befehl dafür, sie mit hinzuzufügen. Steuerung C, Steuerung V. Hallo. String und U. Na super. Okay. Gut. So, damit machen wir jetzt erstmal fix den Kampf zwischen den beiden. Achso, du hast. Nicht getroffen. Du hast nicht getroffen, hast wem Bescheid gesagt? Na, den anderen beiden. Lauft ihr hoch, lauft ihr nicht hoch? Ja, wir gehen mit hoch. Gut, aber dann darf trotzdem, das dauert auf jeden Fall 2-3 Runden, bis ihr da hochkommt. Dann darf jetzt als erstes die Drohne schießen. Ja, aber auch da gingen die Kugeln vorbei. Du bist wieder dran. Mhm. Will nicht. Ah doch. Getroffen! Das trifft, du darfst Schaden machen. Wie mache ich Schaden? Du würfelst den entsprechenden Schaden mit deiner Waffe. Mit was hast du geschossen? Pistole. Dann sind es 5 W10. Oh ja. Na, ist doch gut. Da ist das. Die 10, ist die kritisch? Nee, das ist nur Schaden, das ist vollkommen. Achso. Ich hab das ja natürlich jetzt nicht übernommen. Oh, ist der Gang manchmal. Safe, perfekt, dann weiß ich das. Das ist die nächste Runde. Die Drohne darf auf dich schießen. Trifft. Macht 36 Schaden. Schießt der charmant in die Schulter. Au. So. Das ist jetzt die zweite Runde. Du darfst jetzt nochmal und dann sind die anderen beiden auch da. Nö. Gut. Zack, zack, zack. Zack, ich füge euch jetzt mal kurz hier mit ein. Zack, zack. So. Du hattest die 1, die 2, ihr kommt nach, die 3 und die 4. Der Doktor war dran und die Drohne will Blut sehen. Ah, sehr schön. 25 Sudden. Damit habe ich dich quasi fast schon auf die Hälfte dein Leben runtergeprügelt. Ja. Kuro, du bist. Okay, naja dann. Versuche ich hier oben um die Ecke zu lunsen. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem und kenne das Problem. Und versuche auch drauf zu schießen. Dann tu es. Zücke deine Waffe der Wahl. Naja, ich hab. Momentchen mal. Ich glaube, ich habe gar nichts zum Schießen. Nee, das Ding hatte ich mir nicht neu gekauft, ne? Dann machen wir es anders. Ich konzentriere mich. Und gucke, was passiert. Dann konzentriere dich mal. Also auf die Drohne. Ja. Nichts. Dir läuft
auf jeden Fall ein bisschen was aus der Nase. Ew. Ein Popel. Und du hast Kopfschmerzen und kriegst 2 Schaden. Frank. Ja, ich würde auf die Drohne schießen. Dann würfle er schießen. Mach Schaden. Bam. 8, 10, go. Oh. 46 Damage. Ist auf jeden Fall eine schöne Zahl, ja. Guck mal da ganz kurz. Hände, also du siehst auf jeden Fall schon, wie die Drohne so langsam anfängt, so ein bisschen zu qualmen. Damit ist der Doktor dran. Ja, und es tut mir leid, aber ich gehe einen Schritt zurück. Vollkommen okay. Vollkommen in Ordnung. Damit ist die Drohne dran. Dadurch, dass sie dich aus dem Zielvisier verloren hat und nur noch Frank da ist. Ziel anvisiert. Abgenuffelt und daneben. Bam. Kuro. Tja, was kann ich denn jetzt machen? Eigentlich nicht viel. Nee. Ich würde es jetzt auch einfach mal der Wucht brummen lassen und einen Schritt zur Seite gehen. Frank, du machst das schon. Ja, okay, ich würde wieder schießen. Mhm. Trifft, mach Schaden. Oh, wie hab ich den jetzt genannt? Hahaha, jetzt hab ich ein Makro gemacht. Schuss hast du es genannt. Hab ich einen Schuss genannt? Aber ich glaub, wird mir nicht angezeigt. Hast du nicht Bam oder so genannt? Nee. Das war oben bei Nameschuss. Ja. Okay. 50, ja. Die fällt. Zu Boden. Vom Himmel. Okay. Gut, ich wollte dann noch auf die andere Kamera drauf schießen. Diese da. Mhm. Muss ich nochmal würfeln? Nö, nee, das ist kein Problem. Kriegst du so rein. Weiter geht's. Okay, ja, Drohne kaputt, lasst uns nach hinten zum Lager gehen. Oder zum ersten Lagerraum. Ja. Also zu dem hier. Macht Sinn, ja. Erstmal gucken, ob da was drin ist. Ja. Wenn wir hier vorbeilaufen, die Tür, die jetzt nicht rot oder grün markiert ist, ist das eine Glastür oder? Nee, das ist eine, also das sind alles so schwarze, undurchsichtige Türen. Entschuldigung, die ist auch grün, die habe ich nur vergessen. Ach so, okay. Markieren, die wäre offen. Okay. So. Sind das sind jetzt auch alles noch so elektronische Türen? Ja. Okay. Am besten Frank reingucken, ist irgendwas in der Größe da, wenn nicht, dann zack zum nächsten. Ich guck rein. Sehe ich was? Ja, es sind 4 große Holzkisten. Würde ich mich mal an eine. Also würde das ungefähr von der Größe her passen, so von so einem Tank? Ja. Okay, dann gehe ich mal an die erste Kiste und vielleicht muss ich mich auch konzentrieren, ich weiß es nicht. Nee, macht keinen Sinn. Wir haben nichts zum Öffnen von den Kisten. Doch mit dem Messer vielleicht. Mit dem Messer so ein bisschen. Weil das sind, das sind schon stabilere Kisten, da kommst du mit dem Messer nicht weit. Okay. Schweißgerät? Frage an den Game Master. Sind die Kisten nicht vielleicht beschriftet, damit man weiß, was drin ist? Wären sie auch, aber wer wollte sie, will sie aufbrechen? Ja, keine Ahnung. Da nicht dran. Gut, okay. Da nicht dran. Das sieht man aber, wenn man davor steht, ob, was da drin draufsteht. Okay, ja, gut. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber du bist reingegangen, hast gesagt, ist da eine Kiste in der Größe? Jo, ist. Ja, okay, ich gucke mir die Kiste an. Alles gut, genau, das wollte ich doch hören. Es muss ja, ich übernehme ja für dich nicht das Denken. Ja, alles ist gut. Okay. Ja, da steht einfach nur große Ersatzteile für physikalische Geräte, mit denen du nichts anfangen kannst. Okay, ich frage den Doc, brauchst du irgendwelche physikalischen Geräte? Was? Nein, wir haben dafür jetzt keine Zeit. Könntest du später klären? Okay. Ja, es hätte sein können. Okay, ich gehe wieder raus. Ungefähr 1,5-2 Minuten sind jetzt schon rum. Dann ab zum nächsten Raum. Ja. So, geht zur nächsten Tür.
Drück auf den Knopf von der Tür. Ja, die geht auf. Okay, ja, ihr sehen wir die Drohne? Da. Ihr seht die Drohne, ja. Okay. Also ihr steht noch ein bisschen an den Rändern, das heißt, die Drohne hat euch noch... Oder, warte mal ganz kurz. Hat die Drohne euch wahrgenommen oder nicht? Das sage ich euch einfach mal so. Wenn das Licht angeht. Nö. Das hat die noch nicht mitgekriegt. Kann nicht so um die Ecke schießen? Ja, aber mit 30er Nachteil. Weil die bewegt sich auch, die schwurbelt hin und her und wenn du so um die Ecke schießen willst, ist das mit im Nachteil. Das wäre dann Schießen minus 30. Bevor du übrigens würfelst, was möchte der Rest machen? Oder wartet der Rest den Schuss ab? Tatsächlich würde ich versuchen, rüber in die andere offene Tür zu kommen. Indem ich mit Umgebung verschmelze. Okay, du willst dann also erstmal verschmelzen. Alles klar, das musst du dann würfeln. Geht jetzt gerade nur so ein bisschen um die Reihenfolge, dann weiß ich das. Möchte der Professor was noch machen in der Zeit? Ja, nein, vielleicht. Ich warte ab. Du wartest ab. Gut, dann haben wir damit die Zugreihenfolge. Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, ob Frank trifft oder nicht. Schieß, Frank. Wenn du triffst, ändert sich das nochmal. Ja. Du triffst damit... Ah, nee, die Drohne muss ich erst ausrichten. Du triffst damit... Ja, bitte. Okay. Ja, 40 Damage. Jo, ist doch schon mal was. Also du siehst auf jeden Fall, du hast sehr gut getroffen. Der Drohne geht's auf jeden Fall nicht ganz so pralle. Kuro sprintet rüber, landet im nächsten Raum. Du hast aus der Deckung geschossen. Damit wird's für mich auch automatisch schwerer, dich zu treffen. Nö, die Kugeln gehen daneben. Kuro jetzt durch. Genau. Damit, wieso ist das hier jetzt gerade so falsch gemacht? Achso, wegen der Sortierung. Sekunde. Frank war dran, dann war Kuro, dann war jetzt die Drohne. Jetzt stimmt's wieder, jetzt ist Doc Brown dran. Ich laufe auf die andere Seite und werde dann wahrscheinlich getroffen. Wenn du da stehen? Also du willst quasi hier hin. Ja. Ja, das ist alles in Ordnung. Das ist okay. Möchtest du noch was anderes tun? Ich schieße auf die Drohne. Dann tu dies. Das geht wahrscheinlich daneben. Ja. Damit ist Frank wieder dran. Ich schieße wieder so aus der Deckung. Ja, wieder minus 30. Ja. Nein, geht daneben. Daneben. So, Kuro, du bist. Ich gucke die Kisten an, ob da drauf steht, was wir brauchen. Das dauert nicht. Also das sind echt. Also du guckst die großen Kisten an, damit bist du. Also nur die großen, weil die kleinen. Ja, damit bist du jetzt trotzdem eine ganze Weile beschäftigt, also eine knappe halbe Minute beschäftigt. So, damit ist die Drohne wieder dran. Die schießt auf Frank, beziehungsweise versucht das. Hat auch die Abzüge. Hat eine grandiose 100. Klappt also nicht. Sie erschießt sich selber. Na, ganz so einfach ist es nicht. Eine Kugel prallt von einer geschlossenen Tür ab und trifft die Drohne. Sie explodiert. Noch nicht. Nein, so einfach mache ich es euch nicht. Doktor, Sie sind dran. Schon wieder. Ja. Wir haben nur 4 Protagonisten. Na gut, ich schieße nochmal. Nö. Frank. Okay, ich gehe vor. Also in die Tür, stelle ich mir in die Tür und schieße. Ja. Okay. Trifft. Mit einer charmanten 46. Reicht, um die Drohne okay. aus dem Himmel zu pusten. Gut.
Sehr schön. Okay. So. Also Kuru ist ungefähr eine halbe Minute beschäftigt, bis eine Minute. Okay. Dann würde ich sagen, wir laufen rein. Mhm. Wir wissen ja, dass hier vorne die Tür nicht geht. Dass die Tür hier vorne zu ist. Ja. Dann würde ich sagen, wir laufen erstmal weiter durch bis nach hinten. Und gucken uns an, ob da die Kisten sind, die wir brauchen. Gut. Also ihr braucht, dadurch, dass ihr schnell durchrennt, braucht ihr quasi jeder von euch pro Raum eine halbe Minute. Das heißt, wir haben hier eine halbe, haben hier eine Minute, anderthalb Minuten, zwei Minuten, drei Minuten, die ihr insgesamt verbraucht. Das heißt, knapp. Warte, aber wir suchen doch gleichzeitig. Ja, ja. Das ist schon richtig, aber ihr lauft ja trotzdem dahin. Okay. Alles gut, das ist ja schon so. Und außerdem, du bist ja vorgerannt. Frank braucht eine halbe Minute, muss den Raum durchgucken, muss rauslaufen, muss in den nächsten Raum laufen. Das passiert okay, doch also parallel. Insgesamt. Also ganz so schnell funktioniert es nicht. 10 Minuten sind halt schon ziemlich kurz. Ja, aber wir machen das doch parallel. Okay. Ja, es ist trotzdem. Ist in Ordnung. Ja, okay. es ist verständlich. Ja, aber gut, von mir aus. Okay, haben wir was also gefunden? Für alle Räume insgesamt von allen 3 Minuten ist, denke ich, okay. Ja. Genau, damit seid ihr jetzt ungefähr bei 4, 4,5 Minuten, die schon vergangen sind. Und wir haben die Kisten nicht gefunden. Exakte Grande. Gut, dann müssen wir uns wohl vor der verschlossenen Tür treffen. Gut, ich komme aus der Tür, patsche mich mit Bauch und allen Pfötchen gegen die Tür und konzentriere mich. Ein Würfel. Was machst du da? Er hat zu viel Anlauf, läuft gegen die Tür. Ach Quatsch. Da. Nicht Quatsch. Falsche Würfel. Sorry. Ja, 18 Schaden. Wieso läuft dir Blut aus der Nase? Ich hab versucht, das Ding aufzumachen. Hat nicht geklappt. So. Die Hand auflegen. Okay. Wie geht's weiter? Kuro war dran. Haben wir ein Äquivalent zum Öffnen der Türe? Schießen. Ihr könnt das Schloss, zerschießen und versuchen, mit Kraft aufzustemmen, ja. Soll ich draufhalten? Ja, dann schießt du auf das Schloss und mit Kraft schaffen wir das schon. Gut, ja. Okay. Ja. Dann schieße zerschießt ich auf das Schloss. Das ist gar kein Problem. Klar. Ja. Gut. Brecht das zusammen auf. Seid auch drinne und seht sofort, hier stehen die ganzen Tanks. Kein Problem, alles easy, alle beschriftet. Hier super. Sind ja auch diese im Transportsystem, hast du gesagt, ne? Die sind ja auch hier. Okay. Perfekt. Dann würde ich sagen, macht ihr die Dinger hier breit. Ich renne schon mal runter und schreibe in der Zwischenzeit der Ork-Dame eine charmante Nachricht. Bitte einmal vor der Tür parken. Ja. Okay, können wir das Transportsystem bedienen oder... Ist das eingängig? Du hast hier ein Bedienterminal, an dem du dich anmelden musst. Okay, dann wird das wohl eher weniger. Doc, du kannst nicht zufällig hacken, oder du hast einen Zugang als Doc? Ich wirklich nie. Nee. Also wohl tragen. Frank? Frag mal den Hacker, ob er an das System kommt, dass das funktioniert. Ja. Ich schreibe dem Hacker eine Nachricht. Kriegt er dieses System gehackt? Transportsystem? Das fällt euch ziemlich früh ein. Ja. Ja, nein, vielleicht. Vielleicht. Punkt. Vielleicht. Ja, es dauert ein paar Sekunden. Wir sind jetzt bei Minute 5,5 ungefähr. Als einer dieser Transportkräne anfängt, sich aus dem Teil hier einen der großen Container rauszunehmen, ihn hier auf ein Förderband befördert und der Tank so langsam Richtung Flurende fährt und dann hier unten auch langsam anfängt zu verschwinden. Ihr könnt jetzt übrigens... Ich würde runterrennen. Wollte ich gerade sagen, in der Zeit was tun, das dauert bis Minute 7. Okay. Gut, dann würde ich einfach runter. Hacker, bitte 2 Tanks. Okay. Das dauert dann aber länger.
Nee, dann nicht. Lass es. Ja, lass ihn doch. Also wenn das jetzt nur 2 Minuten dauert. Okay. Ja, wir können jetzt das eine, wenn es schon unten ist, versuchen rein zu buxieren. Genau. Währenddessen das andere noch unterwegs ist. Okay. Ganz kurz bevor... während ihr übrigens oben wart, bevor ihr ja reinrennt, das so nett bin ich nämlich. Ganz kurz, jetzt muss ich schauen, dass ich... Nee, das waren nämlich die falschen. Sekunde. Natürlich habe ich sie jetzt hier nicht. Weil ihr sie schon kaputt machen musstet, weil ihr so schnell wart. Das gebe ich euch. Das kriegt ihr nämlich mit, als Frank als erstes die Tür aufmacht. Weil ihr habt nämlich auf den Lageplänen gesehen, dass es insgesamt 4 waren und nicht nur 2. Mhm. Und die sind nämlich in der Zeit mit dem Lagersystem nach unten gefahren. Ich würde eine EMP-Granate reinschmeißen. Da wirst du aber noch eine erwischen. Ich bin ja eh als erstes unten. Also ich war ja schon unten. Ja, bevor die anderen beiden. Alles gut. Das ist vollkommen richtig. Da sage ich absolut nichts dagegen. Okay. Ja, aber du eine reicht ja. Triffst auf jeden Fall nur eine. Dann würfel einmal werfen. Ich habe keinen Werfen. Gut, dann schlagen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, du musst sie werfen. Wenn du keinen Granatwerfer hast oder so, musst du sie werfen und hoffen, dass sie da in der Nähe liegen bleibt. Gut, dann. Warst du nicht sowas wie ein Baseballschläger? Ja, müsste ich mich konzentrieren. Kannst du probieren. Okay. Dann. Ich hatte heute kein Glück, vielleicht ist das Glück heute bei dir. Ich probiere es. Ja, okay. Ich konzentriere mich. 27, also wie ein Baseballgott ohne Probleme schmeißt du diese Granate nach oben, holst mit deinem Arm, mit deinem menschlichen Arm einfach aus, pochst dagegen und sie fliegt zielgerichtet, aber auch wirklich souverän zielgerichtet, direkt vor dir, vor die Drohne, detoniert quasi vor ihrem Sensor und die Drohne macht einfach nur Plumps. Und geht aus. Okay. Das bekommt aber natürlich die andere Drohne mit. Ja. Die dann auf jeden Fall sofort auf dich das Feuer eröffnet. Glücklicherweise aber nicht drin. Okay, ich so, mache... Kann ich? Bin ich noch dran, oder? Nee, das war deine Aktion. Okay. Also, ja, doch, ja, das war deine Aktion. Ja, jetzt kommen die anderen theoretisch runter. Ja, jetzt genau. darfst du okay, wieder. Dann schieße ich mit einem eleganten Schuss auf die... Dann schieß mal mit einem eleganten Schuss. Schiss mal. Ja. Trifft. Darfst du Schaden machen? Ordentlich reinrotzen in das Ding. Oh. Na gut. Das lässt die Drohne sich aber natürlich nicht gefallen. Mhm. Und möchte mit dir Liebe machen. Nö. Kuma, Matrix-mäßig wehre ich die Kugeln ab mit meiner Stahlfaust. Okay, ich würde versuchen, hinter so ein LKW zu kommen. Funktioniert das oder muss ich das da irgendwie... Ja, das ist kein Problem. Also dahin. Ja. Das funktioniert. So, der Doktor. Ja, ich mache das dem Panda nicht mehr Panda gleich. Dem Nacktpanda. Gut. Dem Nacktmüllpanda. Damit ist Frank aus dem Tank dran. Ja. Und ich schieße wieder auf die Drohne. Mhm. Darfst auch wieder Schaden machen. Mhm. War das gerade Schlager? Hä? Oh mein Gott, was fährt hier rum? Weiß nicht. Auch also 42 Damage. Auch die Drohne fällt vom Himmel. Okay. Dann renne ich dann hinterher noch fix mit rein. Mhm. Und ja. Ist die charmante Orksfrau. Ja, ist die charmante Orksfrau schon vorgefahren? Sieht man das? Die schon? Steht vorm Tor, ja. Okay. Dann. Wo kommen jetzt die Tanks raus? Wir haben jetzt Minute 8,5. Du hast gesagt 7, dann wäre es da. Sie 7 ist es oben, dann muss es noch runterfahren. Ah, okay. Deswegen. Und da steht die große Kiste. Hin Menschen. Und schieben irgendwie. Gibt's so Rollbretter oder sowas? Nein. Tragen. Ich sehe ja. Hab vorhin einen Stapler gesehen, kann ja einer fahren, aber das würde wieder Zeit kosten, ne? Nee, tragen. Ich kann den nicht fahren. Tragen. Also wenn ihr das beide nicht getragen kriegt, weil ich meine, der Doc ist ja auch noch angeschlagen, dann tragen wir das beide raus. Ja.
Dann nehme ich von euch beiden mal eine Handelnprobe. Ihr kriegt beide plus 10, weil es ja im Endeffekt nur tragen ist. Aber das ist halt ein echt schwerer Tank für Menschen. Ja, im schlimmsten Fall helfe ich mit, weil ich habe tatsächlich Körperkraft. Ja, dann, ja, das wird schon. Dann halt ein bisschen... Nö, passt außerdem, ja. Okay. Wird auch ein bisschen eng. Ja, also ihr kriegt es quasi mit Minute 9, 9,5, kurz vor 10 in den LKW, der vor der Tür steht, gewuchtet. Und ja, ihr seht dann... aber schon, wie auf jeden Fall die Blaulichter in eure Richtung gebrettert kommen. Okay, also keinen zweiten Tank. Nein, das ist aber okay. Okay. Ab ja. Mit euch in den Wagen. Dann hinten aufgesprungen und... Jo. Das Signal zum Losdüsen geben. Ja, einmal klopfen. Wenn alle drin sind. Ja. Rums, rums, das ist kein Problem. Esmeralda möchte nicht mit Feuer geizen, sondern lässt den Reifen heizen. Guru, möchtest du auch mit einsteigen? Ich dachte, ich werde gerückt. Nee. Sondereinladung. Genau. Und ihr brettert los. Also ihr schafft es ohne Probleme. Esmeralda weiß, wo sie langfahren muss. Die... Verfolger einigermaßen loszuwerden. Ja, ich muss mir das auf jeden Fall notieren, dass ihr ja nun ein bisschen bekannt seid. Ihr fahrt ein bisschen weiter in die untere Etage, fahrt dann in eine Seitenstraße rein, ziemlich düster, ziemlich dunkel. Dort parkt Esmeralda dann das Auto, schmeißt euch raus und verabschiedet sich auch recht schnell von euch und sucht das Weite. Okay. Bye. Bye. Gut, nächste Aktion von mir. Chirurgischer Schlag Eingriff. Im Nacken bei Frank. Warum? Ach. Wie kannst du auf die Kamera schießen? Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Die hätten uns sonst gesehen. Das hätte man mitteilen können und dann hätten wir was machen können. Nun ist zu spät. Ja. Oh. Ich kram mir mein Stimpack raus, was ich irgendwo spätestens bei der Katze drin hab. Batsch mir das erstmal auf die Schulter. Ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich. Seid ihr irgendwie angekratzt? Nee, ne? Ich hab ein bisschen Nasenbluten und Kopfschmerzen. Warte mal. Ich hab hier irgendwo ein Aspirin. Oh. Harte Zeug. Alternativ auch Tampons für in die Nase stopfen, je nachdem. Nehme ich beides. Wunderbar. Gebe ich dir beides. Und dann... Ich stecke mir einen Tampon ins linke Nasenloch und schluck die Aspirin. Und muss leicht wirken, weil ich nichts dazu getrunken habe. Guck da noch dieses Bändchen raus. Das wackelt dann immer, wenn er gerade ausatmet mit dem anderen. Entschuldigung. Nein. Also, wie gesagt, ich werde mich erstmal um mich selber kümmern. Ich komme dann nachher zu euch. Okay. Und ich mache erstmal meine Kapuzenmaskenmütze wieder ab, damit ich aussehe wie normal, weil vom Mund rumlaufen ist irgendwie blöd. Wenn ich mich dann umgucke, sehe ich Gefahr im Verzug. Kommt drauf an, was du als Gefahr definierst. Jetzt sind wir einfach in einer Gasse, wo... Ihr seid einfach in einer dunklen Gasse auf der ersten Ebene. Hier ist alles gefährlich. Nun, wir auch. Ich gerade weniger oder gerade mehr, je nachdem. Was ist eine Blechkatze? Ja, wollen wir dann Richtung Unterschlupf? Müssen wir uns irgendwie vielleicht noch unkenntlich machen, weil die Polizei ist uns da getingelt ein Stück? Auf der ersten Etage ist das kein Problem, hier gibt es nicht so viel Polizei. Gut. Dann ist die Frage immer noch, wo wollen wir hin? Zum Unterschlupf? Nach Hause? Ich würde sagen, erstmal zum nach Hause. Zum Doc in die Klinik, ins Zimmerchen, in die Praxis, dass er sich flicken kann. Ja, wie gesagt, ich selber mache das auf jeden Fall. Wir können auch mit dir mitgehen. Aber ich werde auch so rumlaufen, nicht wie ich dort eingebrochen bin. Also ich werde die Maske Kapuze abziehen, ich werde die Jacke ausziehen, darunter habe ich ein quietschgelbes T-Shirt. Also dementsprechend, das zwar jetzt ein bisschen voller Blut ist, vielleicht war gelb nicht die beste Idee. Das mit rot. Das nächste Mal ist es rot. Okay.
Jetzt weiß ich, warum die Red Shorts Red Shorts hatten. Ich darf hier nicht mehr nackt rumlaufen. Wurde mir verboten. Ich laufe ja nicht nackt rum. Nee, ich meine ich. Ey, du bist dienstags im Stream noch nie nackt durch die Kamera gelaufen. Also fang erstmal damit an, bevor du aufhörst, es dir verbieten zu lassen. Aber dann... Ich glaube, das mag Twitch nicht. Eben. Ja, egal, was Twitch mag. Naja, auf jeden Fall. Also wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitkommen. Dann kann ich euch wirklich, kann ich nochmal gucken bei dir, ob es besser wird. Können wir natürlich schauen. Mhm. Ja, gehen wir mit. Ja. Ich würde also in der Zwischenzeit Thomas eine Nachricht schicken. Fertig oder erledigt. So. Du kriegst einen Link dort, wo du das Geld abheben kannst, so wie immer. Okay. Und ich werde über Umwege zu meinem Apartment. Ich hätte bei einer Labor gesagt, aber das ist ja auch zu meiner Praxis, dass ich sicher sein kann, dass wir nicht verfolgt werden oder so. Ja, okay. Das geht. Das ist easy. Das ist kein Problem. Ja. Ich frage unterwegs den Doc, Doc, wie gut kennst du dich mit Gesichtschirurgie aus? Mit meiner Faust oder medizinisch? Medizinisch. Plastische Chirurgie. Och, kriege ich bestimmt hin. Warum? Naja, ich meine, wir sind jetzt etwas bekannt. Vielleicht sollte man da irgendwie was am Aussehen machen. Zumindest bei mir, weiß ich nicht. Ich habe als erstes in die Kamera geguckt. Ich bin für roten Lippenstift. Also, tatsächlich kann ich ja nichts dafür, wenn du dich nicht ordentlich vermummst. Das ist richtig. Ich dachte ja auch eigentlich, ihr seid schon etwas länger im Geschäft. Ich bleib einfach wie immer 2-3 Wochen bei mir im Zimmer und dann alles nachgewachsen. Mich sieht dann eh keiner mehr. Erkennt mich keiner mehr. Ja, ich, keine Ahnung, würde mir einfach mal so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht die Wangen liften lassen und einen anderen Haarschnitt zulegen, andere Frisur. Also Botox kriege ich auf jeden Fall hin, Friseur bin ich jetzt eher nicht. Nein, das kriege ich ja selber hin. Wir könnten im Internet so eine Brille bestellen mit so einer Penisnase. Nein. Richtigen Penis bestellen und ihn als Nase ersetzen. Oh, wir haben einen Doktor. Nein. Keine Augmentierung im Gesicht. Was das angeht. Also das sollte kein Problem sein. Das ein oder andere kriege ich sicher hin. Okay. Es begann als Routine-Zahnarzt-Check und er wachte mit einem 3 Zoll Wasserhahn wieder auf. Nun. Gut. Dann würde ich sagen, begebt ihr euch erstmal in eure Verstecke. Erholt euch, überlegt euch, was ihr mit dem Geld machen wollt. 700 hat man gesagt. Ja, dann sind wir für heute. Denkt dran, ihr müsst den Hacker davon bezahlen, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich glaube, das haben wir schon getan. Gut, ich sag's ja. Dann würde ich sagen, seid ihr für heute durch. Die 700 waren insgesamt für den Auftrag, oder? Nee, pro Nase. Pro Nase. Pro Nase. Was für eine Währung ist das eigentlich? Yen? Credit. Die all-round Sci-Fi-Währung. Credit. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Macht am einfachsten. Ja. Gut. Ohne Unterwährung einfach nur Credits. Geld. Gut. Gut. Schade, dass die Delfin-Boys nicht da waren. Ich hätte mir extra noch was rausgesucht, falls ich die bereiten müsste. Hätte ihm was von Delfin gepredigt. Ja, hätte eure Planung nicht so lange gedauert, dann wären die vielleicht auch noch gekommen, aber ich wollte das heute gerne zu einem Abschluss bekommen und nicht dann im schlimmsten Fall in dieser hektischen Szenerie dann mitten sagen müssen, ja okay, ihr habt jetzt noch 10 Minuten Zeit, aber wir warten mal 2 Wochen. Also haben wir alles richtig gemacht. Dann vielleicht kommen sie ja noch mal wieder. Ja. Die kommen bestimmt wieder. Ja, heilig, glaube ich. Auf ein Wiedersehen. Delfin beobachtet eigentlich. Vor allen Dingen sieht das jetzt so aus, als ob mindestens 2 Tanks hätten gestohlen werden sollen und nicht nur einer. Dann war nur ein zu haben. Wäre das mit dem Alarm nicht passiert, hättet ihr so viel klauen können, wie ihr wolltet. Ja, aber tendenziell sieht es halt jetzt nicht so aus, als ob es sowieso nur einer gewesen wäre, sondern es sieht ja aus, als ob es mehrere gewesen wären. Ja, aber Thomas hat ja... den Namen spreche. Der Typi hat aber gesagt, dass ins Auto bloß einer reinpasst. Sie auch einfach aber das ist der Polizei ja nicht aufgefallen, die noch nicht da war. Eben. Die kam ja erst noch. Das heißt, tendenziell suchen sie jetzt nach einem größeren Wagen, weil sie davon ausgehen, dass wir mehrere mitnehmen wollen. Ach so, meinst du das? Mhm.
Ja, gut. Hat doch geklappt. Mehr oder weniger. Mehr, weniger als mehr, mehr. Wenn auch ein bisschen mit Runks. Ich wollte gerade sagen, bisschen mit Geschwindigkeit. Aber hat doch alles so war denn geklappt. War denn die Kamera jetzt kaputt oder was war denn mit der ersten, die ich zerschossen habe? Ne, die hast du zerschossen. Nein, bevor ich sie zerschossen habe. Weil du sagtest, er konnte sie nicht übernehmen. Naja, er hat sie halt nicht gehackt bekommen. Er hat halt beim Hacken Kacke gewürfelt. Achso, okay. Gut. Das heißt, sie war halt noch ganz normal im System. Richtig. Ja. Und deswegen hat sie halt auch, hat das System halt mitbekommen mit, oh, die hat eine Fehlfunktion angezeigt. Gut. Ja, das dann, fällt dann auf. Dann war halt eine richtige Fehlfunktion. Richtig. Ja. In Form von funktioniert halt gar nicht mehr. Ja, aber bevor sie uns halt in irgendeiner Art und Weise gesehen hätte. Ja, gedacht, was auch egal ist, weil andere Kameras haben uns gesehen. Nein. Doch. Okay. Spätestens die im Lagerraum. Genau, die oben euch hat sie nicht gesehen. Ja, stimmt, die beim Treppenaufgang. Die du erst danach zerschossen hast. Ja, die haben uns alle gesehen. Ne, warte mal, die beim Treppenaufgang war doch gehackt. Nee, die oben war. Die hast du zerschossen, aber erst nachdem. Die hast du danach. Genau. Nachdem ihr die erste Drohne runtergeballert habt, hast du die Kamera da in der Ecke zerschossen. Ah, okay. Die war grün. War die grün? Ja. Die war grün. Nee. Okay. Kannst du dir beim nächsten Mal im Schlimmsten verzeihen, weil jetzt müsste ich erst wieder Roll 20 anmachen. Er braucht auch einfach nur in den Stream zu gucken. Oder das, ja. Ja, braucht nur zurück. Okay, gut. Naja, wie gesagt, trotzdem geschafft. Geschafft? Ja. Ja, okay. Also ich weiß, dass ich einen Doktor brauche. Hier offensichtlich ja nicht so. Mädel! Lass mir mal was Besseres überlegen. Schlechte Idee. Was? Wie? Wo? Ja, mit reingehen und schießen. Achso. Musst du einfach besser schießen. Ja, das könnte ich natürlich auch mal üben. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich mache jetzt den Stream aus. Wir sehen uns dann am Montag wieder in aller Frische mit Final Fantasy. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank fürs Was? Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank nochmal für den schönen Abend wieder. Und wir sehen uns dann am Montag. Tschüss. Tschüss. Ciao.